10 Jahren noch so ein Scheiß. Was? Vor 10 Jahren. Das hat sich angehört wie 14 Jahren und so hören wir jetzt unseren Podcast an, das kann doch nicht sein. 14 Jahren. Man, das, merkt, ja. Man merkt, wir sind beim Nintendo-Podcast Nummer 374. Ja. Nein, Quatsch. Endlich sind wir erwachsen. Der Play-Podcast. Wir haben viel zu lange Pause gemacht, aber wir hatten auch alle jetzt irgendwie unterschiedlich Urlaub. Eigentlich so lange, es hat sich angefühlt, als wären wir weg gewesen. Ja, das stimmt. Hm. Ja. Ja. Genau. Ja. Das ist der dümmste Einstieg, den wir, glaube ich, je hatten oder so. Nee. Ja, gut. Das war der dümmste Einstieg, den wir in den letzten 2 Monaten hatten. Ja. 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 Der letzte Podcast war auch vor 2 Monaten. Ja, genau. Ja. Also, sorry nochmal, dass es so lange gedauert hat. Es gab den ein oder anderen Krankheitsfall hier. Dann gab es sehr viele Leute, die Urlaub hatten, was normal ist um diese Jahreszeit. Weil nach der Gamescom startet meistens die riesengroße Urlaubswelle. Vor der Gamescom hat niemand Zeit für irgendwas. Dann kommt die Krankenscheinwelle. Dann kommt die Krankenscheinwelle. Und genau. Chris ist halt auch unfassbar faul. Das noch dazu. Ja. Deswegen ist er auch heute nicht da. Ja. Er steht vor dem Büro, also hier vor der Tonkabine. Nee, er schläft draußen. Er schläft dort, ja. Er steht und schläft. Chris schläft nämlich im Stehen, weil Chris ist ein Bär. Ja. Wobei, nein, Bären. Was schläft? Kühe schlafen im Stehen. Ja. Kühe, ja. Darum kann man sich so gut woppen dann. Da gibt es auch dieses Kuh-Wopping, wo man die Kühe die Alm runterkippt. Was überhaupt nicht funktioniert, ist irgendwo bei einer Legende. Ist viel zu schwer zum Umkippen. Wenn du stark genug gegen sie rennst. Wenn du einen Truck nimmst, so wie du in Far Cry, dann ja. Ich glaube, mit diesem Wappen ist am Ende etwas anderes gemeint und wir wissen es einfach nicht. Das meinst du. Ich will mal im Kühlwappen. Ja. Ich glaube, der Massenmann könnte schon umwerfen, oder? Aber wir haben uns jetzt noch gar nicht vorgestellt, ne? Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Und ich sehe gerade auch, allzu viel Batterie haben wir auch nicht mehr drin. Auch das auch noch. Naja, wenn es knapp wird, sind wir kurz weg und dann... Sind wir weg. Dann holen wir neue Batterien und kleben das zusammen am Ende. Ja. Jedenfalls, Kühe-Woppen. Ich glaube, ein Muscleman, also ein Muscleman, wenn es so ein Auto-Truck-Reifen werfe, könnte das schon schaffen. Um jetzt ums Thema zurückzukommen. Werfen die Truck-Reifen? Oder Stämmen, was auch immer, ich weiß. Die rollen die so, ne? Die kippen die so immer um. Ja, stimmt, kippen. Das machen sie ja. Also die heben die hoch? Also ich behaupte auf jeden Fall, und da halte ich mich auch, da würde ich auch jetzt dann... Die könnten Kühe-Woppen, ja. Die könnten Kühe-Woppen, sage ich. Ja. Ist aber auch wurscht. Also, Play 4 Podcast, Nummer 202 mittlerweile. Ja. Hey. Und heute ist dabei... Matti. Ich, Lukas. Oh, und ich, Sascha. Ja. Zwei Ichs. Hallo ich und hallo ich. Oh. Wir haben einiges an Spielethemen, denn ist ja schon eine Weile ins Land gegangen seit letztem Mal. Also wir könnten über Assassin's Creed reden, das hast du getestet. Das habe ich getestet. Was hast du kürzlich getestet? Gar nichts, ich war im Urlaub. Was hast du davor getestet? Denk dran, wir sind 2 Monate weg gewesen. Das ist eine gute Frage, was habe ich davor getestet? Man kann sich echt nicht erinnern, was man vor einem Monat getestet hat. Nee, das ist schlimm, ja. Jetzt ist gerade die Zeit. Wenn dann eher was Kleines, nichts Großes, wo ich jetzt wüsste. Ist egal, vielleicht fällt uns noch ein, was wir noch getestet haben. Auf jeden Fall, wir reden über Assassin's Creed nachher noch kurz, denke ich mal. Können wir eigentlich fast... Oder willst du mal anfangen vor den Fragen? Ja, oder? Ja gut, dann fangen wir an. Also Assassin's Creed. Ja, ist erschienen, ne? Odyssey. Odyssey, ist in Griechenland eher und Du hast es getestet. Ich habe es getestet. Du fandest es nicht so gut wie Origins, ne? Ich persönlich fand es tatsächlich nicht ganz so gut, weil also von diesen ganzen Spielmechaniken her ist alles wie gehabt eigentlich. Also Kampfsystem nur minimal überarbeitet, Spielwelt wieder riesig, diesmal sogar, ich glaube die Entwickler haben gesagt, 62% größer. Liegt aber eher daran, dass man noch eher eine Inselwelt hat. Also sowas wie... Viel mehr von den 62%. Ja, würde ich schon sagen. Aber sehr viele Inseln und für die Hauptquests alleine braucht man schon so... Ich glaube, wenn man super schnell ist, so 40 Stunden. Ich habe 50 Stunden gebraucht. Okay. Das heißt, da hat man echt viel zu tun. Es dreht sich alles um... Ein Speer von Leonidas. Leonidas kennt man noch von ihr Sparta 300 und ne? Gerald Butler. Ja, das war genau. Leonidas war Gerald Butler. Das wissen nicht viele, aber ja, so war das. Und seine Spandex-Unterhosen, ne? Wir werden dann halt mit der Animus-Maschine ins antike Griechenland versetzt, damit wir dann eben... Die Außenstory existiert immer noch. Die existiert, die ist da, aber nicht wirklich. Sie also haben ein bisschen gebootet mit Origins. Es sind noch immer diese Frau, ne? Diese Leia, was auch ich habe ihren Namen nicht mehr mir kaum merken können, weil sie zweimal aufgetaucht ist während der gesamten Hauptkampagne. Ich glaube, es gibt noch ein Endgame von rund 15, 20 Stunden.
Vielleicht gibt es da noch eine Stelle, wo dann noch mal was auftaucht aus der Gegenwart-Story, aber habe ich man, selbst nicht entdeckt. Kann man wieder frei zurückkehren in diese Gegenwart-Story? Nein, nee, das okay. eben nicht. Es gibt wirklich nur wirklich diese zwei Stellen, wo Fällt es dann ich mache noch losgeht. Flugmodus an schnell. Oh, das ist auch sehr gut. Jedenfalls... Falls ihr Geräusche gehört habt, die waren geplant. Die gehörten dazu. Also Gegenwart-Story nicht ganz so stark dabei. Wir sind im antiken Griechenland im Jahr 341 vor Christus. Oder 42. Ach, damals. Ja, gutes Jahr. Komm, ja, war... War es die Zeit, als Sparta und Athen sich gezopft haben. Kann ich mich daran erinnern, die Zeit vor Smartphones. Und die Zeit von Sokrates und vielen anderen berühmten griechischen Philosophen und Denkern. Welche und denn zum Beispiel? Sokrates. Und wer noch? Sokrates. Noch Platon hat auch noch mit Sokrates gelebt. Jedenfalls, man trifft natürlich wieder, wie in der Reihe und üblich. Pythagoras und so, ne? Pythagoras, nein. Das haut nicht hin. Leider nein. Der war ein bisschen früher. Und, aber Hippokrates ist dabei. Ah. Also der Mediziner. Ist er ein Arzt? Ich glaube, er bezeichnet sich im Spiel nicht selbst als Arzt, als Heiler eher. Du kannst sagen, er als Heiler, ne? Ja. Ich bin ein Heiler. Ich bin ein Heiland. Das ist noch früher? Nee, später. Das ist vor Christus? Natürlich vor Christus, klar. Nee, klar. Kann doch gar nicht sein. Lass uns darüber mal nachdenken. Wir haben jetzt alle unsere Telefone ausgeschaltet, dass wir nicht bei Wikipedia nachgucken können, aber... Ich versuche dich gerade nur zu verwirren, Mann. Also, das ist halt der Grund, warum das mit Null anfängt. Ja, eben. Da kann auch nichts vor sein, also bitte. Was soll es denn heißen dann? Ganz ehrlich, Jesus, dann kamen die Dinosaurier, Mittelalter und jetzt. Mehr gibt's nicht. Ja. Vergiss die Nazis nicht. Ja, ist ja jetzt. Ach so, scheiße. Die Nazis zählen für mich noch zu jetzt. Ja. Jedenfalls, wir haben also eigentlich ein ähnliches Spiel wie Origins, nur im antiken Griechenland. Man hat die Spielwelt sehr, sehr schön gemacht, also Athen und Theben und all diese großen griechischen Städte der Zeit, Stadtstaaten, sind recht genau nachgebildet. Man kann dann eben auch sich Sehenswürdigkeiten dort anschauen, alles super toll. Wir haben die Wahl im Spiel, wir können uns für zwei Charaktere entscheiden. Entweder Alexios oder Cassandra. Es stellt sich aber so ein bisschen raus, dass eigentlich kein Unterschied, also spielerisch macht es keinen Unterschied, für wen man da aussucht. Die Sprachausgabe ist natürlich anders und die sehen anders aus, aber das war es dann eigentlich auch schon. Und Cassandra ist natürlich schwächer als eine Frau. Schlechter, nee, nicht schwächer, schwächer nicht, aber schlechter. Aber verdammt sexy dafür. Ja, die hat die ne, also. Obwohl ich finde, Alexios. Assassin's Creed, me too. Aber Alexios hat die knapperen Drücke eigentlich einmal. Echt? Ja, fast schon, ja. Ja gut, der ist Grieche. Der ist Grieche, ja. Das ist ja ekelhaft. Mann mit Rock. Es kommt als nächstes, Frauen die Hosen tragen. Na, so weit würde ich nicht gehen. Nein. Da werden die Nazis schon für sorgen, die ja noch da sind. Ja. Was? Matti, was redest du für ein wirres Zeug? Passt du mal besser in der Schule auf. Kriegt man in Finnland nichts beigebracht oder was? Wir haben in Finnland mit Geschichte 1918 aufgehört. Ach so, ja, okay. Brauchen wir danach nicht mehr. Ja. Wir sind ein bisschen weiter als ihr. Das habt ihr vielleicht noch nicht mitbekommen. Ihr seid 1918, wir sind weiter als ihr. Nee, aber zurück zum Spiel. Wie gesagt, riesige Spielwelt. Autos. Riesige Spielwelt, die wirklich grafisch toll aussieht. Und die Kämpfe machen Spaß, alles super toll. Aber dann kommt dann meine große Kritik. Es ist halt so ein Spiel, man muss für die Hauptaufgaben eine gewisse Erfahrungsstufe haben, damit man da gut vorankommt. Und dafür muss man sehr viele Nebenquests machen. Und diese Nebenquests sind meines Erachtens also wie aus dem Automaten. Es gibt einige schöne Ausnahmen, so mit Sokrates oder sowas. Wenn man den für den Sachen erledigt, okay, da kann ich dann noch mit leben. Aber da gab es so peinliche Sachen wie zum Beispiel, muss man also einem Mädchen helfen, erst irgendwie so ein Feld ist und irgendwie mit Ton spielt. Und man denkt irgendwie so, okay, was ist mit der los? Ich brauche Juwele. Man muss dann irgendwie dann rumlaufen. Also diese Aufgaben sind meistens so generisch, dass man irgendwie laufe zu Stelle A, hol da drei Sachen ab und komm mit den Sachen wieder zurück. Und dann bei diesen Mädchen muss man halt Juwele hinbringen. Und es stellt sich heraus, dass sie keine Freunde hat, sondern aus Ton dann eben Freunde geformt hat. Und diese Juwele brauchte sie dann für ihre Freunde. Und wir müssen dann ein klärendes Gespräch mit ihr führen, dass Menschen richtige Freunde brauchen. Und da konnte ich echt nicht mehr. Ja. Ich brauche keine Freunde. Ja, das war auch meine Meinung.
Ja, eben. Ja, dass Lukas keine Freunde braucht. Das sehen wir auch alle so, deswegen. Ja, ja, eben. Meiden wir dich. Nee, also, kann natürlich auch Geschmackssache sein. Vielleicht bin ich da auch, vielleicht bin ich da auch überkritisch, aber ich fand eben, dass diese Nebenaufgaben ja oftmals peinlich waren. Ja, okay. Und ansonsten ja, dann eben wiederholend, dass man eben geh zum Banditenlager, töte dort alle. Und moralisch fragwürdig ist das Ganze auch noch so, weil einmal wurden von einer Frau Früchte gestohlen. Mhm. Ja, und was sagt sie? Ja, geh dann zu dem und töte ihn sofort. Ja, warum nicht? Ja, und das machen wir natürlich, weil wir die Erfahrungspunkte brauchen. Nicht, weil wir das moralisch richtig finden, aber man muss ja im Spiel irgendwie vorankommen. Wenn man Nein sagt, dann kriegt man ja keine Erfahrungspunkte. Man muss auch so fair sein, Früchte waren damals viel wert. Also ja, gerade in Griechenland, da wächst ja nichts. Nee, was mich viel mehr interessiert, wie ist es? Ich glaube, Zeus-Schwengel kann man rumklettern, oder? Was? Kann man auch, ja. Das, ich glaube, Zeus, oder? Ja, da muss ich auch an dich denken, als ich da gerade rufte. Ach, die Statue. Ja. Weil der ich Lukas, der Echte, der kommt irgendwann so. Der kann man an den Hoden und am Schwanz rumklettern. Das finde ich schon schön. Weil Lukas' Hobby ist ja Klettern und... Schwanzklettern, ne? Und Schwanzklettern vor allem. Ja, ja, die also, Pferdehoden in Red Dead Redemption werden dich so sehr freuen. Ja, die sind sehr schön. Die schmecken auch gut, ne? Ja. Das Pferd ist mir so überrascht. Oh. Die machen immer so große Augen, wenn man dran leckt. Ja. Ja, ansonsten haben wir dann eben, was eben auch noch neu in Assassin's Creed Odyssey ist, ist ein Söldnersystem. Wenn man Verbrechen begeht, heißt stehlen oder Leute ermordet oder Wachen schlägt oder wie auch immer, bekommt man oder wie stiehlt. Oder das, dann bekommt man wie in GTA, da ist unten so eine Anzeige, dass man dann halt nicht ein Polizei, erst mal in GTA waren es Polizeiautos, jetzt sind es dann eben Söldner, die dann halt 1 bis 5 können dich dann verfolgen. Und die haben, haben die dann irgendwann auch Helikopter? Nee, das nicht. Das heißt, es geht ein bisschen zurück zu den Anfängen, wo es ja zumindest jetzt, ich meine, klar, wenn es in der Stadt jemand umgebracht ist, haben mich die Wachen angegriffen, auch in den letzten paar Teilen. Richtig. Ganz am Anfang gab es ja auch so ein Wanted-System. So, genau, aber hier ist dann, die suchen wirklich nach dir in der Spielwelt und es lohnt sich absolut, entweder die sofort zu bezahlen, was man einfach über die Karte macht und man muss auf den Knopf drücken, kostet auch nicht viele Drachmen, also damit hat man das Problem beseitigt. Oder man Drachmen. Und man kann die aber auch töten und dann bekommt man dann deren Ausrüstung, was oftmals gar nicht so schlecht ist. Ist ein neues System, ist nett. Ja. Was natürlich so neu, alt-neu ist, Schiffskämpfe. Die kennt man ja nun mal schon als Black Flag und so weiter. Sehen toll aus, spielen sich ganz gut. Sind nur ein bisschen simpler als bisher, ne? Als bei Black Flag. Ja, weil man dann, jetzt hat man nur Speere und Pfeile als Waffen. Man kann jetzt nicht mehr die Segeln irgendwie zum Beispiel. Ja, und aus dem Rudern ja alle nur, ne? Man kann auch Segel setzen. Kann man auch das Schiff noch immer so upgraden und so? Oder? Das kann man auf jeden Fall sehr ausführlich sogar machen. Man kann die Bogenschützen verbessern oder man kann. Lachgaseinspritzung, Neon. Beleuchtung. Nee, aber so Feuer, Feuer kann man auch noch haben. So an den Seiten so draufgemalt, ne? So Flammen. Ich glaube, ich habe Feuer auf unser Schiff gegeben. Flammendeckels. Nee, so Feuertöpfe, dann kann man dann eher eben, wenn man genügend Treffer beim Gegner gemacht hat, kann man dann Feuerpfeile abschießen. Ach so. Ja, also alles in Ordnung. Und wenn man dann eben ein Schiff fast komplett zerstört hat, hat man die Wahl, entweder noch einen Gnadenschuss abzugeben oder man entert. Dann wird es ein bisschen merkwürdig am Anfang, weil man hat anfangs noch keinen Offizier. Also man hat nur einen Offizier und man sieht die eigene Mannschaft auf dem eigenen Schiff und dann springt man drüber und die applaudieren dann so auf dem eigenen Schiff dann so, hey, gut gemacht. Und dann kämpft man alleine gegen so 16 Leute. Wirkte für mich etwas so. Yeah, you go. Und später hat man bis zu 4 Offiziere und dann geht das alles ganz gut auf. Aber bis dahin fand ich das so ein bisschen so... Das ist schon strange, warum jetzt so? Dann hat man natürlich, weil eben diese Rollenspielsysteme stärker im Spiel dabei sind, Ausrüstung fand ich manchmal auch etwas merkwürdig. Da hat man dann halt so richtig kräftig tolle Helme. Die haben einen Rüstungswert, keine Ahnung, von 20. Und dann hat man eine Augenklappe, die hat einen Rüstungswert von 150. Aber ja gut, das ist halt typisch Rollenspiel, so, ne, weißt du? So sehr? Findest du, dass eine Augenklappe einen super Rüstungswert haben sollte? Naja, stell dir vor, jemand schießt ein Spiel so, ins Auge. Da bist also du schon mehr verletzt als im Spiel. Nicht typisch Rollenspiel, typisch Online-Rollenspiel. Ja, ja. Allgemein fühlt sich das Ganze. Weil bei Online-Rollenspielen ist es ja auch immer so. Du hast halt irgendwie ein Spiel, die tollsten Helme haben die besten Werte und dann kommt ein neues Add-on raus. Ja, und dann müssen sie es toppen. Und den ersten Strohhut, der du findest, hat halt dann irgendwie bessere Werte, weil einfach, es muss ja was Neues kommen.
So ähnlich ist dann auch, okay. Ja. Allgemein würde ich sagen, dass das Spiel schon stark Richtung Online-Rollenspiel geht. Also ohne Online-Anbindung, aber so von den ganzen Systemen her. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man eben diese Quests oft so häufig so dieses Ding wie lauf zum Gebiet und töte 5 Leute, komm zurück oder hol da 3 Früchte ab und komm zurück. Ich weiß nicht. Und ich hatte. Man könnte aber dann tatsächlich sagen, dass Leute, die Online-Rollenspielerfahrung haben und sowas gewohnt sind, ja, wahrscheinlich deutlich weniger Probleme haben werden mit den Nebenmissionen, oder? Ja, allgemein, ja. Ich meine, es sind ja auch Zwischensequenzen dabei und so. Also jetzt, ich meine, im Sinne von Problemen mit, dass es sie nicht so sehr stört. Ja, das kann sehr gut sein. Ich fand eben, bei mir, weil ich eben so schnell wie möglich, genau, Online-Rollenspiele sind nicht so mein Feld, aber kennen sie ja auch ganz gut. Trotzdem hatte ich dann oftmals im Spiel das Problem, dass ich dann eben mit der Hauptquest weiter vorankommen wollte und auf einmal dann, ja, empfohlene Stufe ist, ich war dann irgendwie, sagen wir mal Stufe 20, empfohlene Stufe für die nächste Quest 27. Ja, vielen Dank. Ja. Ne? 7 Stufen leveln, das dauert dann doch schon mal so 4-5 Stunden und dann hat man dann eben irgendwann mal sogar so Phasen gehabt, irgendwie, oh, ich gehe dann noch zu der Person, wo ich eine Quest abbekomme, drückt die Dialoge sofort weg und weiß, da muss ich auf der Karte hinlaufen. Ja. Und das ist halt echt schade, sowas insgesamt. Ja. Ne? Was auch etwas nervig war, waren die Ladezeiten. Ich habe mal auf einer PS4 Pro gespielt. Da dachte ich irgendwie, etwas schneller könnte es ja schon sein. Schnellreisesystem zum Beispiel habe ich oftmals gar nicht mehr verwendet. Also erst, wenn es weiter als ein Kilometer war zur nächsten Stelle, dann habe ich tatsächlich das gemacht, weil nach Ladezeit war nur rund eine Minute. Oh, ja. Und was auch schlimm ist, bei Dialogen. Die Spielwelt wird eigentlich komplett gestreamt. Also wenn man jetzt wenn man mit einem Pferd schnell reitet, kann es dann irgendwie nach so, keine Ahnung, nach einem Kilometer zusammen stottern kommen, dann geht es wieder weiter, aber sonst keine Nachladezeiten. Aber wenn du einen Dialog führen möchtest, wups, sofort Nachladezeit. Mhm. Das ist interessant mit dem Schnellreisen, gerade das war in Origins echt schnell. Ja. Da hat es so 15 Sekunden gedauert. Und bei Origins konntest du auch mit dem Adler, also man kann ja wieder so einen Adler verwenden für die Übersicht, dann kann man dann eben die Wachen und so weiter markieren und hat viele Vorteile. Bei Origins war es schon so, dass man ja schon so ein paar hundert Meter sich mit dem Adler entfernen konnte und kam sofort wieder zurück. Jetzt ist aber Nachladezeit, wenn du mehr als so 100 Meter wegfliegst. Mhm. Auf einer normalen PS4 kommen noch dazu Textur-Nachladesachen. Also erst so, die kommen so ungefähr 10 Meter entfernt, werden die Texturen erst geladen. Ja, super. Also so hatte ich das Gefühl, dass die einfach so die Origins Engine genommen haben und die noch voller gepackt haben, die Spielwelt. Ja. Und dabei nicht beachtet haben, oh, so eine PS4 hat nicht endlos Speicherplatz. Genau. So, und das ist dann halt passiert. So war ich dann eben so immer noch ein gutes Spiel, ohne Frage. Aber ich fand eben die Vorgänger schon besser. Was ist mit den Entscheidungen? Die Entscheidungen, die da versprochen wurden, die gibt es im Spiel. Die Auswirkung fand ich aber dafür dann doch schon etwas lächerlich. Also neben sowas wie, du hast die Wahl, dann einen Söldner überleben zu lassen oder nicht. Und wenn du den dann nicht tötest, taucht er in einer Nebenquest nochmal auf. Ja, super. In der Hauptquest hast du auch ein paar Entscheidungen, aber die führen eigentlich auch nicht zu so drastischen Dingen, fand ich, dass ich dann so sagen würde. Naja, gut. Ja, also man kann Ubisoft nicht vorwerfen, dass sie uns angelogen hätten, aber ja. Also schon nettes Spiel, aber ein paar kleine Probleme. Ist ein gutes Spiel und ich denke, AC-Fans werden damit weiterhin noch zufrieden sein, aber Nachladezeiten und generische Nebenquests finde ich ein Unding. Ja, schade. Ja. Naja, gut. Gut. Dann machen wir mit den Fragen weiter. Jo. Der Tekwe oder Tek oder was auch immer. Teke. Sucht den Namen, den man aussprechen kann. Tekwe. Teke? Hallo Lukas, Podcaster. Lukas, tu das auch mal. Ja, Lük. Lukas. Lukas. Lukasen. Hallo Podcast. Im letzten Podcast ging es viel um die E3. Und auch um Cyberpunk. Wie geht man als Redakteur mit einem solchen Thema? Ja. Freut man sich auf ein vermutlich tolles und großes Spiel? Oder gibt es auch die wehmütige Seite, die an all die kommenden Previews denkt? Und dann die stressige Zeit, um den Release mit all den Überstunden, um möglichst schnell möglichst viel Spiel zu testen und aufzuarbeiten. Und zu generell Spiel und testen lieber kurze oder lange Spiele. Kommen wir zum ersten Teil. Ja. Zum ersten Teil. Ja, ist absolut so. Also für mich. Du hast eine Oder-Frage gestellt, du Affe. Ja, also für mich ist absolut so, dass ich dann, wenn ich weiß, ja, ist so. Wenn ich jetzt weiß, ich teste jetzt so ein, ich sage jetzt irgendwas Fallout oder was auch immer. Probier das hier jetzt, wenn das nicht schmeckt, trinkst Zelda du das? Breath of the Wild.
da habe ich dann immer schon so ein bisschen, da ich mir denke, ja klar, freue mich aufs Spiel und danach werde ich das Spiel wahrscheinlich erstmal hassen ein paar Wochen, einfach weil es halt nicht mehr sehen kannst, nachdem du irgendwie viele Texte rausgehauen hast und 8 Videos gemacht und halt Nachtstunden verschwendet hast, weil du irgendwie das Spiel wie üblich irgendwie viel zu kurz vor Release bekommen hast, als dass du es irgendwie noch gemütlich machen kannst. Hm. Das ist bei mir auf jeden Fall so. Also ich bin jetzt auch... Ah, nicht meins. Nicht meins? Weil es sogar auf einem Spiel, wo du dich echt schon drauf freust, irgendwann die einfach zum Hals raushängt. Im Normalfall, es gibt Ausnahmen, aber so meistens dann schon so, dass ich sage, jetzt mal genug von Fallout, Zelda, Skyrim, was auch immer. Ja, ich finde... Oder Assassin's Creed. Ja, es, also wenn man jetzt, sagen wir mal, wir würden die Testversion in so einer ideellen Welt, keine Ahnung, einen Monat vorher bekommen. Hm. Dass man dann wirklich sagen könnte, ich kann jetzt ein Fallout oder ein Assassin's Creed wirklich in Ruhe durchspielen. Dann kann man die Spiele auch richtig gut genießen. Und da versuche ich jedenfalls heutzutage eher dann, dass die jüngeren Kollegen gerne mal so ein Spiel übernehmen dürfen, das ich dann privat voll gern zocken möchte. Hm. Weil jetzt zum Beispiel AC... möchte ich nicht mehr weiterspielen, erstmal. Ja. Da brauche ich erstmal eine Pause. Und ja, klar, wenn so eine E3 läuft und also die PKs da sind und dann werden Spiele vorgestellt und so weiter, die Vorfreude ist auf jeden Fall bei mir immer noch da. Ja, also, das auch. Also, ohne Frage. Und man, ich denke nicht im selben Moment dann gleich, oh nein, und ich müsste es ja vielleicht testen. Nee, das mache ich auch nicht. Also. Ja, du testest ja nicht. Genau. Bei mir ist es ja eh so, dass ich kaum noch Zeit habe zum Testen. Ja, also wenn ich was teste, dann irgendwas Kurzes, Kleines. Oder was dir wirklich liegt noch. Also. Ja, was ich mir eh angucke gerade. Ja. Ich gucke mir halt in letzter Zeit öfter mal was an. Was wir sonst nicht unterkriegen würden, wo ich aber sage, das könnte aber interessant sein. Vielleicht schaue ich es mir mal an, wie zum Beispiel... Das war jetzt das letzte hier, dieses Football Tactics and Glory zum Beispiel. Mhm. Oder dieses Deep Rock Galactic. Ja. Wo halt keiner wirklich Zeit für hatte, wo ich aber gesagt habe, es sieht aber schon ganz geil aus. Mhm. Vielleicht mache ich das so nebenbei ein bisschen und schreibe dann halt in 2 Seiten. Ja. Aber so für ein, keine Ahnung, 40, 50 Stunden Spiel mit 4 Artikeln und 10 Videos dran. Genau, da weißt du einfach. Da habe ich einfach keine Zeit für, das weiß ich. Ja. Deine Arbeit als Suppenkoch in der obdachlosen Küche. Ne? Ja. Oder Chris beim Pfandflaschen. Und als Obdachloser in der Suppenküche. Ich koche immer, das hätte ich mit dem Plan. Nee, also daher, aber andererseits, mir macht das aber auch schon so diese, wenn ich jetzt dann ein Spiel betreue sozusagen, das macht mir schon Spaß, so die 2 Wochen auch. Ja. Es hat schon das etwas, also so dieses, ich spiele dann 14 Stunden am Tag und ja. Komme immer weiter voran und kann mir kommen auf Artikelideen, Videoideen und sowas. Das hat alles schon was. Ja, aber das ist auch cool. Manchmal funkt dann das normale Privatleben dazwischen natürlich. Ne? Also es kann schon mal dazwischen kommen. Ich hatte zum Beispiel bei AC noch einen Umzug dazwischen und das war dann halt so, Kisten packen oder AC weiterspielen? Ich weiß nicht, ich spiele AC weiter. Ne? Und aber um das mit der zweiten Frage zu verbinden, ich teste dann auch lieber eher also kürzere Spiele als so 10, 15 Stunden Dinge. Ich weiß nicht, sei es dann Uncharted oder was auch immer, weil da kannst du auch dich kreativ austoben, aber hast immer du weißt von Anfang an einfach, dass du es zeitlich besser abschätzen kannst, weil beim riesigen Rollenspiel weißt du nie, bin ich jetzt irgendwie nach 3 Tagen, 4 Tagen so weit durch, dass ich sagen kann, ich habe das Spiel getestet oder braucht es jetzt irgendwie 3 Wochen realistisch. Also ja. Genau. Und ja, noch genau aus dem Grund teste ich halt eigentlich fast nur noch kurzes Zeug. Ja. Und noch komplexer wird es. Sportspiele, die sind halt was kurz im Sinne von alle Modi. Du hast schnell raus, was das genau ist. Ja. Was ich dann eben auch noch viel teste, sind ja Online-Shooter und da heißt dann auch, wo macht man einen Schnitt, wo sagt man irgendwie, hey, jetzt ist nach 5 Tagen gut oder soll ich jetzt 2 Wochen eigentlich noch weiterspielen? Das ist echt schwer oftmals. Mal gucken, wann ich den Cut mache und dann WoW endlich mal teste. Mir ist übrigens eingefallen, was 12 Jahre sollten reichen langsam eigentlich, ne? Nee. Mir ist übrigens eingefallen, was ich von meinem Urlaub getestet habe. Spider-Man! Spider-Man! Da können wir nachher auch noch kurz drüber reden. Das könnt ihr gerne machen, ja. 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 Ja, aber dann haben wir, glaube ich, die Frage doch soweit beantwortet. Dann kommt jetzt eine sehr lange Frage. Soll ich mal anfangen? Achso, auf die Vorfreude. Ja, ich freue mich sehr, weil, wie gesagt, das meiste lange Zeug kann ich eh nicht testen, deswegen kann ich es privat spielen. Ja. Wenn ich mal zu irgendwas komme. Ja. Super Mario 2103. Dieser Tage wurde endlich ein Release-Termin für Dark Souls 3 angekündigt. Wann war das dieser Tage? Ist auch schon eine Weile her. Und ja, Special Edition Edition, für die man ja schon fast einen Kredit aufnehmen muss. Zwar finde ich es prinzipiell gut, das Spiel auch in Sondereditionen
Beispielsweise mit einer Figur oder anderen physischen Inhalten herauskommen, aber eine Edition, die so viel kostet wie eine neue Konsole, ist doch ein wenig übertrieben, speziell bei einem eher nischigen Spiel wie Darksiders. Oder wie seht ihr das? Ja, wenn ich erinnere, glaube ich, hat die teuerste Variante von Darksiders war tatsächlich 200 Euro oder so. Es gibt ja noch Schlimmere, es gibt auch so Sachen wie mit irgendwie Fighter-Rüstungen und sowas. Teilweise gibt es irgendwie Sachen, die einen 800 Euro kosten. Ja, ich finde, wer es will, das soll sich kaufen. Es gibt auch von Battlefield 1 gab es doch eine Edition, die Sonderedition ohne Spiel. Oder war das ja, Battlefield Titanfall 2 auch. Titanfall 2 auch. Ja. EA macht das gerne. Das ja, aber ich finde solche Special Edition, das ist ja wirklich alles rein optionales. Ja, das ist halt Sammlerzeug. Ja. Wer es haben will und das Geld übrig hat, kauft sich es halt. Ja, und es gibt ja immer noch diese 80-Euro-Version also auch. Niemand braucht es. Nee. Niemand braucht eine Figur zu einem Spiel oder ein Quartett. Und es gibt halt drei Buttons. Und es gibt halt immer noch die Steelbook-Edition mit irgendwie, keine Ahnung, zwei Download-Inhalten und Musik-CD und das kannst du immer noch kaufen, wenn du das willst. Ja. Von daher, das geht. Ich finde es okay, dass es das gibt. Ja, bei manchen. Es gibt Leute, die mögen es. Ja, eben. Also, wenn es eben diese Sammlerfiguren und so weiter sind, vollkommen in Ordnung. Ja. Bisschen merkwürdig finde ich, ist dann schon bei Online-Shootern, bei denen man dann halt man ja, so 60 so Euro. Reine CEs mit nur digitalen Inhalten finde ich auch ein bisschen komisch. Aber. Ja, ja, oder du wirst aber bei Online-Shootern oftmals dazu gezwungen. Also, bei Battlefield 5 wird sich das ändern, aber bei Call of Duty ist so, wenn du dann das ganze Jahr weiterhin zocken möchtest, sollst du eigentlich die 120-Euro-Edition kaufen. Ja, klar, wegen Season Pass. Ja, genau. Das ist wieder was anderes. Das ist was schon anderes. Season Pass ist ja wieder was anderes. Ist frech oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht sind die Entwicklungskosten so hoch, dass es naja, nicht so sein muss. Ich ja, muss überlegen, so ein Call of Duty verkauft sich halt auch jetzt, wo es nicht mehr so gut läuft wie früher, trotzdem 20 Mal mehr als jedes andere Spiel. Aber ich darf über Season Pass einfach nicht meckern, weil, wie gesagt, ich zahle seit 11 Jahren Abo für WoW. Also. Ja. Richtig. In der Zeit hättest du auch ein anderes Online-Spiel spielen können um dasselbe Geld. Genau, ich wollte ja EverQuest spielen können. Ja, viel geiler, Mann. EverQuest war auch viel geiler, bis zum Zeitpunkt, wo WoW ungefähr rauskam. Weil so da, wie alles. Ab da war EverQuest halt leider kaputt gepatcht. Ja. Sonic Mania Plus ist erschienen, da der 2D-Teil ja auch schon letztes Jahr anscheinend gut ankam und Sonic endlich wieder das macht, was er am besten kann, nämlich 2D-Jump'n'Runs. Mhm. Glaubt, wir können hier noch mit einem Nachfolger generell weiteren 2D-Sonic-Spielen rechnen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Spiel hat sich, glaube ich, gut verkauft. Beide sich gut verkauft. Das kostet auch nicht Kritiken, wahnsinnig viel in der Entwicklung. Kostet nicht viel, gute Bewertung. Eben. Warum soll man da nicht weitermachen? Ja. Eigentlich hundertprozentig sicher, ja. Ich denke, da kommt jetzt jährlich was so langsam wieder. Ja, ich weiß nicht, ob es jährlich kommt, aber zumindest... Das war jetzt zweimal nacheinander jährlich. Ist. Ja, gut. Vielleicht. Na gut, Sonic Mania Plus war mehr oder weniger die Game of the Year Edition. Ja, schon. Eben. Eigentlich. Ja, ich glaube aber schon, dass da weiter was kommt. So, dann sind wir bei der dritten Frage von Super Mario 2103. Ja. Glaubt ihr, Capcom belebt eines Tages Dino Crisis nochmal wieder? Nachdem momentan generell ja tote Marken ihr Comeback feiern, Spiral, Crash, Medieval, würde ich mich freuen, wenn vielleicht nach Resident Evil 2 Capcom sich nochmal an Dino Crisis wagt. Gerne als Remaster von Teil 1 oder eben als komplettes Reboot. Dass man den unsagbar schlechten dritten Teil nicht fortsetzen sollte, braucht man, glaube ich, nicht erwähnen. Also wenn was kommt, dann ist es ein Reboot, da bin ich mir fast sicher, weil Dino Crisis halt keiner mehr kennt eigentlich. Ja. Also man könnte schon jetzt auch durch Jurassic World... Ich kann sagen, durch Jurassic World ist Dinos ja gerade so wieder ein bisschen... Allerdings, jetzt haben sie auch, ich glaube, die Frage kam jetzt vor dieser... die Ankündigung kam jetzt... Nach dieser Frage hier haben sie jetzt erstmal das HD-Remaster von Onimusha auf dem ersten. Ich glaube eher, dass uns mal eher ein neues Onimusha erwartet, vielleicht nächstes, übernächstes Jahr. Das kann sein, Dino Crisis irgendwann danach, aber jetzt erstmal Onimusha, glaube ich dann. Ja, Dino Crisis ist wirklich so aus der Erinnerung irgendwie weg, finde ich. Ich finde, Dino Crisis war eine gute Serie, aber eben nicht Klassiker. Nicht Klassiker. Kein Blockbuster auf. Ja. Onimusha war schon deutlich größer. Onimusha war viel größer, So. Ich würde mich aber trotzdem auch drüber freuen. Also, und ich könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwann im nächsten Mal kommt. Ja, klar. Das ganze Reboot-Dings, das wird uns noch lange begleiten. Das ist so erfolgreich. Gerade bei Capcom, die haben halt jetzt mit Resident Evil und jetzt anscheinend Onimusha. Vorher Castlevania, also die sind schon da auch sehr darauf bedacht. Die haben auch jetzt haben sie Mega Man 11. Ja. Mega Man 11, stimmt. Mega Man 11 jetzt gerade. Capcom ist sowieso relativ aktiv zurzeit, was ich gut finde, weil sie machen meiner Meinung nach eigentlich sehr viel interessantes Zeug. Und dieses Jahr gehören sie zu den erfolgreichsten mit Monster Hunter. Monster Hunter, ja. Ist wirklich ein super Erfolg gewesen. Also. Und vor allem, sie haben jetzt auch noch nichts gemacht, was irgendwie jetzt bei den Fans irgendwie für Alarmglocken sorgt. Das heißt, sie haben keine ultra miesen Mikrotransaktionen. Ja.
Ich meine, sie haben natürlich auch ihre Problemfelder. Ja, in den Prüglern jetzt, haben sie die schon. Wollte ich gerade sagen, aber sie haben jetzt nichts irgendwie, wo ich sage, das ist jetzt so frech, dass irgendwie das Unternehmen jetzt der Name des, der Ruf des Unternehmens darunter leiden könnte. So. Ja, wie gesagt, bei den Prüglern sollten sie aufpassen. Ja, da rutschen sie so langsam in die Ecke. Marvel vs. Capcom. Ja. Das letzte Street Fighter war, glaube ich, auch so. Hatte auch sowas. Verseucht. Ja. So, wir hätten eine vierte Frage an Chris. Wollen wir die schade. Ja, macht schade. Trotzdem. Machen wir trotzdem. Wir beantworten sie in seinem besten. Ja. Er findet dich scheiße. So. Frage an Chris, was hältst du von der vierten Staffel Arrested Development? Ich fand die erste Hälfte so unterhaltsam, noch in der zweiten sind mir definitiv zu viele Rückblenden, quasi damit auch der dümmste Zuschauer versteht, hey, übrigens, das ist vor 5 Minuten passiert und deshalb ist besagter Charakter nun hier und macht dieses. Ich hoffe, die fünfte Staffel kommt diesbezüglich wieder etwas in die Bahn. Ich kann das beantworten, nachdem ich auch großer Arrested Development-Fan bin. Mhm. Erste 3 Staffel super gut. Übrigens durch Chris, dank Chris, ich bin spät eingestiegen. Aber 4. Staffel, ich habe noch nicht den Recut jetzt angeschaut, der ja das so ein bisschen quasi ordnet, aber auch jetzt nicht ganz grandios sein soll. Kannst du auch, wenn das Ursprungsmaterial nicht toll ist, kannst du es noch so zurechtcutten. Es ist halt trotzdem mittelmäßig. Und ich habe jetzt tatsächlich die 5. angefangen vor kurzem, aber es nach 4 Folgen aufgehört, weil ich es so langweilig und belanglos und dumm fand, dass ich echt nicht sehen wollte. Also bei Arrested Development 3 Staffeln schauen und dann einfach aufhören. 4., wenn man sich unbedingt noch quälen möchte, aber da gibt es noch 3, 4 gute Folgen. Aber 5. Staffel fand ich so dumm, dass ich echt keine Lust mehr hatte. True. Oder langweilig, besser gesagt. Hast du auch schon angeschaut? Nee. Ich muss auch gestehen, ich hänge immer noch bei Staffel 2 oder 3, keine Ahnung. Hat mich nicht so die erste habe ich mal geguckt. So ein paar Folgen fand ich richtig gut, aber irgendwie, da kam irgendwie, dann, oh, so Modern Family ist eine neue Staffel da und so. Als ich vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe, habe ich das, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen durchgebinged. Nee, ich bin aktuell, hänge ich bei Netflix, ich habe so viel Sport erstmal, den ich gucke, weil ich gucke ja, also ich gucke Fußball nach wie vor, echt? Auch wenn tatsächlich Fußball, ja, aber es interessiert mich tatsächlich weniger, ja. Mit jedem von Mal zu Mal. Ja, verständlich, ja. Aber ich gucke halt regelmäßig noch WWE, ich gucke regelmäßig noch auf The Zone Football. Ja, okay. Und dann ist halt die Woche fast schon voll. Yep. Und dann hänge ich aktuell halt noch in der Vietnam-Doku von Ken Burns drin. Echt, immer noch? Ja, ich bin Folge 7 oder so. Jetzt. Na gut, aber 6. Die gehen auch 1,5 Stunden, die Folgen, ne? Ja, wollte gerade sagen, das sind ja 10 Folgen, anderthalb bis 2 Stunden teilweise. Ja. Aber sehr sehenswert. Sehr, sehr sehenswert. Sehr, 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 sehr bitter allerdings, weil... War halt Vietnam, ne? Was willst du sagen? Ja, natürlich, aber du merkst halt, dass niemand aus dem Ding eigentlich gut rauskommt. Herr Trump ging sein halt ein Konglomerat an Arschlöchern damals. Hätte Trump auf allen Seiten. Bones Burns nicht mitkämpfen können, hätte es alles anders ausschauen können. Das stimmt natürlich. Ja, stimmt. Und hätte George Bush sich nicht geweigert. Ja. Ja, der wäre, der hätte. W. Boah. Der George W. Ja. Naja, ist auch wurscht. Wer Dokus mag und... Da unbedingt Ken Burns Dokus. Ken Burns ist allgemein sehr gut, aber die Vietnam ist halt sein Meisterstück, würde ich sagen. Der Krieg mag nicht hier richtig. Oh, na schon. Ich fand den Zweiten Weltkrieg auch richtig gut. The War. Den Krieg jetzt oder den Krieg oder den Film? Den Zweiten Weltkrieg fand ich richtig geil. I'm a huge fan of World War II, wie gesagt. Aber die Doku ist auch ein Originalzitat vom Chefentwickler von Company of Heroes 2. Ja. Ja, das hat er bei der Präsentation gesagt. Hat er angefangen mit, I'm a huge fan of World War II. Und alle Deutschen saßen da so, sagt man das so in England? Naja. Ja, ja. Nee, aber, not the death, just the war. Nee, sehr, sehr gute Doku. Mhm. Sehr, 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 sehr bitter allerdings. Ja, also. Ja, aber das Schöne an Ken Burns ist, dass er wirklich alle Seiten beleuchtet. Ja, genau. Ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nur die Gewinnerseite oder die Verliererseite zu Wort kommt und nicht die als Helden dargestellt werden, sondern alle werden als Arschlöcher dargestellt. There's good people on both sides. Fast alle waren. Ja, er zeigt, there are bad people on both sides. Ja. Bad people on both sides. Und naive Menschen und alles mögliche. Sehr viele naive Menschen, ja. Aber gut, wir sind ja echt vom Thema gerade weggekommen. Ja. Mein Lieblingszitat war bisher nur so, what Vietnam needs is 5 Hitlers. Was einer von den vietnamesischen Führungskräften gesagt hat. Ja. Ja, 5 ist schon ein bisschen viel. 3, oder? Nee. So, machen wir noch weiter. Ich lese mal die 5. Frage vor. Wenn ihr euch eine Marke Spielreihe aussuchen dürftet, die bisher nicht auf einer Sony-Konsole daheim war, welche wäre es und inwiefern würde sich die Serie dadurch gegebenenfalls verändern? Beispiel, wenn Mario statt bei Nintendo bei Microsoft beheimatet wäre, würde er dann auf Locust statt auf Goombas springen? Nee. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie das aufgeteilt ist, dass das meiste geile Zeug auf PS4 vorhanden ist. Ich hätte gerne einen Legend of Zelda auf PS4. Ich würde gerade sagen, ein Zelda auf PS4. Hätte ich nichts gegen. Echt?
Ich hätte, also was ich gerne hätte, wären Retro-Sachen. Also wirklich alte Nintendo. Ja, und so. Altes NES und SNES, so eine Retro-Bibliothek, das finde ich auch geil. Das wäre geil. Aber wenn es um eine Serie geht, das neue Zelda jetzt was, mit dieser geilen Open World, das auf einer PlayStation 4 Pro. Ja, das wäre so ein 4K. Ja, okay, das schon verstehe cool, ich. Ja. Das wäre geil, ja. Oder Metroid Prime 4, was jetzt kommt, das würde ich auch gerne mit besserer Technik spielen. Kommt ja. Metroid Prime wirklich? Ja, ist angekündigt. Ja, angekündigt, ja. Mit Logo. Und seitdem nichts mehr gehört. Nintendo bringt die Sachen schon tatsächlich auch raus. Aber man weiß ja noch nicht, wie es aussieht tatsächlich. Ja. Ja, aber es wird nicht so schön aussehen, wie es auf der PS4 aussehen würde. Vielleicht sieht es aber auch nicht so schön aus, wie es auf der Switch aussehen könnte, weil es total verhunzt wird. Man weiß es nicht. Das geht jetzt mal nicht aus, aber klar. Vielleicht hat es ja Cell-Shading-Klötzchen-Look. Ja, aber ansonsten außer Absatz von Zelda. Was ich schon gerne hätte, wäre auf PS4 dann natürlich auch die Forza-Reihe. Ja, klar. Ja, dann hätte man nicht gegen Halo und Gears hätte ich jetzt auch nichts. Also so ein, statt irgendwie Gran Turismo alle 10 Jahre dann doch mal jedes Jahr in Horizon. Außerdem hätte ich gerne, was auch immer es sein wird, das nächste Forza. Ninja Fury-Spiel auf der PS4, weil das wird es ja jetzt leider nicht mehr geben. Das stimmt. Allgemein ist auch diese Konsolenexklusivität. Ich sag mal, Halo statt Killzone hätte ich jetzt auch nichts gegen. Auch wenn Killzone-Spiele cool waren, aber die kommen halt auch deutlich seltener. Ja. Und das letzte Killzone war auch nicht mehr so. Ich fand's okay. Ich fand's auch okay. Also ja, ich fand's sogar besser als Teil 3. Future, nicht Future. Killzone. Ich hab's getestet. Killzone 4. Killzone. Ich hab's angefangen und habe ich aufgehört, weil ich langweilig Killzone. Boah, ich hab's vergessen, wie das hieß. Fall? Shadowfall? Shadowfall, genau. Könnte gut sein. Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Ich meine Shadowfall. Dieses. Das war halt auch so ein belangloser Name. Ja. Das ganze Spiel war belanglos. Es war unterhaltsam, aber belanglos. Ja. Ich hab's auch durchgespielt. Es war eines der ersten PlayStation 4 Spiele, die ich durchgespielt habe. Aber ich habe es halt nach 2 Tagen habe ich vergessen, worum es ging. Ich habe es tatsächlich so nach 2 Stunden aufgehört, weil ich irgendwie. Ich habe es durchgespielt. Ne? Aber wo es knapp ein bisschen mit dem Thema zusammenhängt, Obsidian Entertainment wird anscheinend von Microsoft jetzt übernommen. Ja. Habt ihr das gehört? Ja. Das heißt, die Spiele werden dann wahrscheinlich in Zukunft auch nicht mehr auf der PlayStation. Oder ziemlich sicher nicht mehr auf der PlayStation. Ja, gut, Obsidian-Spiele würde ich eh lieber auf dem PC spielen, weil so. Rollenspielzeug. Ja, eben. Also die was Obsidian heute macht, sind ja diese Oldschool-Rollenspiele. Ja. Und die brauche ich jetzt nicht auf der Konsole spielen. Nee, muss ich auch nicht. Ja, aber sie lassen sich relativ problemlos umsetzen. Und die steuern sich auch ganz okay. Also, ja, aber das sind so Dinger, wo ich Mods haben will. Mhm. RPGs sind für mich normal durchspielen und dann gucken, was es an Mods gibt und dann eventuell nochmal spielen. Ja. Das geht dann an der Konsole nicht. So. Deswegen werde ich auch noch, obwohl ich ungefähr 200 Stunden im Witcher 3 gespielt habe, ich werde es irgendwann auf dem PC nochmal durchspielen mit Mods. Nein. Doch. Zuckerfreak. Wollen wir Kummel lesen? Du hast noch nicht gelesen. Ich habe ein, zwei Wochen gelesen, aber ja. Ich mache weiter, passt okay. Schon. Zuckerfreak fragt, welches ist das beste Naughty Dog Spiel aller Zeiten? Mein Liebling ist Jack 2. Sag schweres, aber geniales Genre-Potpourri, das bis heute bezüglich der Ideenvielfalt unerreicht geblieben ist. Bei mir ist tatsächlich bei Naughty Dog Uncharted. Last of Us. Ich würde auch mit Uncharted gehen. Und zwar Uncharted 4 tatsächlich. Ja, ich auch. The Last of Us. Also nicht Add-on, sondern Uncharted 4. So. Ja. Das war. Ich sag The Last of Us. Naja, das war schnell. Ja, das ging schnell. Aber die Tech-Spiele sind auch super. Ja, ohne Frage. Ich bin mit denen nie warm geworden. Aber ich habe die tatsächlich auch erst viel später gespielt. Ja, ich habe es damals gespielt, dass rausgekommen ist. Als die, bei den HD-Remakes. Ja, das sind sie. Die sind nicht schlecht gealtert, aber sie sind nicht ideal gealtert. Ja. Wahrscheinlich lag es daran. War nicht mehr so modern. Würde Naughty Dog in der heutigen Zeit nochmal einen Jump'n'Run à la Crash Bandicoot 1 bis 3 hinbekommen oder ist das letzte Team gar nicht mehr für so eine Art Spiel ausgelegt? Ich glaube, ausgelegt ist das falsch. Ich glaube, Naughty Dog hat so viel Talent, dass die alles machen könnten, theoretisch. Ja, ich glaube, sie haben erstens sehr viel kreative Freiheit, glaube ich tatsächlich. Ja. Einfach dadurch, dass sie diesen Status haben. Andererseits, glaube ich, haben die auch einfach nicht wirklich Interesse. Das haben sie auch schon mehrmals gesagt. Sie haben ja an Jack 4 gearbeitet, haben es aber beiseite gelegt oder aufs Eis gelegt, weil sie einfach gesagt haben, sie hatten irgendwie keine Freude dran oder es hat sich zu nichts entwickelt, was sie irgendwie machen wollten schlussendlich. Hm. Also ich würde es nicht ausschließen, aber ich glaube, die sind jetzt mehr auf realistische oder zumindest mehr Blockbuster-Spiele alle Uncharted oder eben Last of Us. Man muss auch klar sagen, sie haben halt so viel Storytelling-Talent. Mhm. Hm. Ja, das wird verloren gehen. Das wird zum Teil verloren gehen in so einem Jump'n'Run oder Plattformer-Ding. Ich meine, das kannst du mit Jack oder machen. Auch Action-Adventure. Könntest du mit Jack und Dexter machen, auf einer familienfreundlicheren Art und Weise, aber es wäre natürlich. Aber auch nicht in dem Ausufer. Nee, klar, es ist trotzdem nicht die Art von Erzählung, die an Last of Us ist jetzt. Mhm.
Ich glaube, das, was sie machen, ist schon ganz, ganz gut so. Ja, also ich meine, ich würde mich freuen, wenn sie wieder was machen, aber ich glaube halt nicht, dass sie jetzt allzu viel Interesse daran haben. Ich glaube es auch nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie tatsächlich mal einen storylastigen Shooter sich antun. Ja, weiß. Ja. Das könnte ich mir eher vorstellen. Aber es würde mir auf jeden Fall gefallen. Alles, was mit Story. Alles ist mit Story gut, ja. Oder ein richtiges Rollenspiel vielleicht mal. Oder es ist halt einfach nur wegen des Gags jetzt doch mal Uncharted Racing machen. Nachdem sie Crash Racing und Jack Racing macht, dann muss jetzt Uncharted Racing können. Wird The Last of Us Part 2 den genialen Erstling toppen können? Ja oder nein, würde ich sagen. Genau, keine Ahnung. Weiß man nicht. Ja. Last of Us 1, wie gesagt, ist ich habe es ja auch gerade bei Frage 1 genannt. Mhm. Ist halt schon eins der besten Spiele der letzten Konsolengeneration. Auf jeden Fall. Eins der besten drei. Der besten, ja, aber ich würde nicht sagen, makellos war es nicht. Aber nee, makellos war es nicht. Makellos war es nicht, aber ich habe trotzdem eine 93, glaube ich, gegeben. Also ja, würde ich auch unterschreiben. Ich würde es auch in dem Bereich auf jeden Fall empfehlen. Was wird Naughty Dog nach The Last of Us Part 2 entwickeln? Ein DLC zu dem Spiel, ein Nachfolger, etwas anderes? Vielleicht würde ja für ein drittes The Last of Us vieles würde ja für ein drittes Last of Us sprechen, da Naughty Dog bisher immer mindestens drei Teile für ihre Serien entwickelt haben. Ganz ehrlich, ich würde mir Jack 4 von denen wünschen. DLC halte ich das ja wahrscheinlich. DLC wird kommen. Ja. Das erste, was danach kommt, wird aber nicht Last of Us 3 sein. Nee, und ich glaube, also Last of Us 3 wird nicht auf der PS4 stattfinden. Ja, wenn es überhaupt stattfindet. Ja, wahrscheinlich nicht. Nachdem ja die PS5 oder wie es auch heißen wird, voraussichtlich 2020 kommen wird, wie man jetzt hört, wäre das doch sehr, sehr knapp danach. Ja, eben. Vielleicht ein Startspiel für die nächste PlayStation. Aber ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass Naughty Dog jetzt noch für die PS4 nach Last of Us nochmal was Großes. Vielleicht was Kleineres. Vielleicht. DLCs, Add-ons, sowas oder dann so oder ein kleineres Racing-Spiel oder irgendwas. Vielleicht wirklich ein Racing-Spiel. Oder vielleicht tatsächlich ein Ableger, so wie sie es mit Uncharted gemacht haben. Selbe Engine, ja, so ein Add-on quasi. Das meinte ich ja mit Add-on, genau. Also, dass man Last of Us 2 aus einer anderen Perspektive vielleicht erlebt. Ja, aber gut, das ist ja für mich jetzt nicht wirklich ein Add-on. Ja, das ist ja so ein halbes alleinstehendes Standalone. Ja, ich meinte tatsächlich, dass sie ein DLC machen werden wie beim ersten Last of Us. Ach so, nee. Sowas wird auf jeden Fall kommen. Das ist auf jeden Fall so ein Left Behind-Ding. Genau. Mhm. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie bis, um die Zeit zu überbrücken, bis was Größeres wiederkommt, auf der dann vielleicht nächsten Generation. Oder dass sie so ein Standalone-Ding machen, so ein budgetiertes Ding für 30, 40. Ja, was die auch in letzter Zeit, also die haben es ja zum Beispiel mit Uncharted noch bei Teil 2 stark versucht mit Multiplayer. Spiel aus der Rolle der Fireflies. I called it. Nee, aber so Multiplayer-Zeugs könnte auch noch irgendwas auch sein. Oder vielleicht auch, dass sie so ähnlich wie es jetzt mit Shadow of the Colossus passiert ist, dass quasi ein anderes Team sich jetzt, wenn wir doch mal bei Jack und Dexter sind, vielleicht zuerst einen Jack und Dexter annimmt und das quasi technisch zurechtzupft und eine Neuauflage bringt, wo oder sie dann quasi... Ja gut, das ist ja dann nichts mit Naughty Dog, wo sie dann quasi einfach mithelfen ein bisschen zu nehmen. Ja. Müssen wir mal abwarten. Während sie sich dann quasi auf ihr erstes großes PS5-Projekt vorbereiten. Ja. So. Jo. Haben wir dann noch? Könntet ihr ein Naughty Dog Special ins Heft bringen? Komm schon, Chris, ich weiß, dass du es willst. Ja, es wird bestimmt wieder eins geben. Fehlt nicht auch schon mal eins? Ja, irgendwann bestimmt, aber Entwicklerporträt oder sowas. Es wird auch bestimmt wieder irgendwas dazu kommen. Aber im Vorfeld von der Veröffentlichung von The Last of Us 2 wird man noch bestimmt. Kann man vielleicht auch mal einen Studiobesuch oder so. Garantiert würde ich es jetzt nicht, aber nee, garantiert nicht, aber wenn man einen Studiobesuch hat oder so ein bisschen mehr, ein paar Interviewpartner hat, kann man Naughty Dog ist halt mit Grund das wichtigste Sony-Studio, das heißt, es wird immer wieder Thema sein, auch in Spezialrahmen. Ja. Und sie sind halt auch sehr redefreudig. Das stimmt. Wir waren auf D3, hatten wir mal einen tatsächlich deutschsprachigen oder aus Deutschland stammenden Entwickler getroffen. Das war ganz lustig, nicht? Der hat tatsächlich uns treffen wollen, weil die Play oder PC Games war es, schon lange gelesen hat. Und das haben wir mit ihm auch ein bisschen geplaudert. Der hat gebaut bei Uncharted 4 den Levelbereich, wenn man durch diesen Tunnel, durch den Brunnen nach unten klettert und dann über diesem Gebiet rauskommt, falls es einer sich anschauen möchte. Okay. Kommt von einem deutschen Level-Designer. Das hat sich auch sehr deutsch angefühlt, muss ich sagen. Ja, doch. Ich habe sofort Oktoberfestmusik im Ohr. Ja. Haben Sie und auch Würstchen gegessen, sofort. Ja. Deutschländerwürstchen. Ja, und der Drake ist auch runtergekommen. Ich wähle den Söder. Keine Werbung. Söder? Söder ist doch nicht Deutschland, Söder ist doch Bayern. Bayern ist doch Deutschland. Nee, Bayern hat ja ein Problem mit... Bayern hat doch ein Problem mit zugezogenen Deutschen. Ja. Haben wir doch stimmt, das hat doch der Stoiber gesagt. Ja, die eine Million hier. Wir sind eine Million zugezogen. Wenn die in Frankfurt in den Bahnhof einsteigen... 10 Minuten. 10 Minuten bis München. Ja, aber der Nicht-Bayer braucht auf einmal 45 Minuten. Ja. Was Söder gesagt, ich habe kein Problem mit den Nicht-Bayern, wenn sie uns wählen.
Ja. Und dann die Partys, die sollen wieder aus wieder. Also ja. Mein Bayern. So, Suchenhof. Ein super Name. Ja, das haben wir die verbleibenden 20 CSU-Wähler vertrieben. Oh nein. Also Suchenhohn hat uns drei Fragen gestellt. Erstmal, wie seid ihr zu eurem aktuellen Job gekommen? Ich nehme an, nach dem Abitur der Matura hattet ihr andere Pläne. Und wie lange habt ihr vor, den noch weiterzumachen? Die Fluktuationen auf der Teamseite sind ja doch relativ stark. Muss man sich um euch Sorgen machen? Naja, die sind eigentlich relativ gleichbleibend, seit ich in dem Job bin. Klar. Du hast jetzt 10 Jahre. Du hast immer mal wieder Leute, die kommen. Ja, schau mal, in der PC Games, in der Play 4, wie viele Leute von denen, die vor 8 Jahren dabei waren, sind noch da. Ja, aber gut, klar. Aber überleg mal trotzdem. Ist es jetzt, nimm das PC Games Team von vor 8 Jahren und geh nochmal 8 Jahre weiter zurück. Aber mehr. Also ich meine, da sind mehr Leute verschwunden. Ja, das meinte ich. Ja, bei der Play 4, ich meine, die letzte große Abgang war, also der letzte von dem Kernteam, sag ich jetzt mal, war ich der Wolfgang jetzt. Ja, wobei der ja auch viel fürs Heft gemacht hat. Ja, ich sage nur, aber der ist jetzt weg. Ansonsten sowas wie jetzt der David Bergmann, der jetzt weg ist und jetzt, wo die Maria die Online-Chef ist, die haben jetzt nicht wirklich viel mit dem Heft zu tun. Nee. Die scheinen Peter. Auch natürlich, weil sie trotzdem... Peter noch, ja. Peter natürlich, ne, jetzt vergessen. Uwe hat eine andere Stelle. Ja, aber ja es passiert, schon, es passiert schon mal, aber ja, also Sorgen um die Leute muss man sich nicht machen. Bei uns in der Firma, viele sind hier in der Firma geblieben, haben andere Posten einfach. Ja. Viele sind auch freiwillig einfach, weil sie was anderes machen wollten. Ja, ein paar Arschlöcher haben wir entlassen natürlich. Alter. Nee, also mir fällt sowas jetzt nicht gerade ein, dass jemand so, nee. Nee. Nee, eben. Also... Sorgen braucht man sich da nicht machen, aber die erste Frage könnten wir ja doch besser beantworten. Wie sind wir denn zu diesem Job gekommen? Eine Waffe, einen Kopf von einem Chefredakteur und jetzt bin ich hier. Also ich glaube, wir waren alle Praktikanten, ne? Ja. Ja. Also sind die meisten hier in der Firma die Redakteure. Chris zum Beispiel nicht. Ja, Chris ist ja auch anders. Ja. Ja, der ist halt... Aber die meisten haben hier bei uns ein Praktikum gemacht. Übrigens, falls ihr ein Praktikum bei uns machen möchtet. Wir haben unsere beiden Praktikumsbeauftragten hier, Lukas und Martin. Ne? Also es ist ein guter Start halt. Also es ist dann einfach dadurch, also ich habe... Also klar. Gut, die lange Geschichte bei mir ist, ich habe Abitur gemacht, ich habe studiert und dann nach Studienabschluss noch weitere Praktika gemacht, hier ein Praktikum gemacht und dann schlussendlich über einen Umweg bei Sega hier endgültig gelandet. Nimm das Sega weg, dann ist bei mir im Grunde dasselbe. Ja. Du warst ja Praktikum, Studium und dann wieder zurück. Ich habe studiert, dann hatte ich Praktikum, dann habe ich mein erstes Studium abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat. Dann habe ich was Neues studiert und dann habe ich nach dem zweiten Studium, da ich fertig gemacht habe, hier angefangen. Ja. Ja. Grob. Grob bei allen ähnlich, glaube ich. Also ich habe Abitur gemacht, habe angefangen zu studieren. Informatik, habe gemerkt, dass ich in Mathe bescheuert bin. Habe was anderes studiert, Englisch und Geschichte und wollte mit Englisch dann hinterher in den Journalismus oder... Ja, Dolmetscherbereich rein. Und weil ich ein Fachpraktikum brauchte, habe ich mich einfach mal hier beworben, weil ich mir dachte, Journalismus, das passt, Videospiele mag ich auch. Ja. Und nach dem Praktikum hat man dann halt gesagt, du könntest dir vorstellen, ein Studium zu schmeißen, aber wir würden dich gerne fest einstellen. Dann habe ich gesagt. Da hast du noch Nein gesagt. Warum nicht? Oh. Weil ich hätte mir danach ja einen Job in dem Bereich gesucht. Ja. Von daher. Von dem her? Von dem her? Von dem her habe ich mir gedacht, ey, gemacht. Wenn die mir jetzt schon Volontariat geben wollen, mache ich dem. Ja. Ja, war geil. Ja. Ja. Und dann halt in einem Rutsch. Ja. Prakti, Volo, Redakteur, ja. Leitender Redakteur, Redaktionsleiter. Gott. Kommt es dann noch? Es kommt dann noch, genau. Also, zumindest hier, in Polynesien bin ich schon. Wäre lustig, wenn eines Tages dann mit seinem Heiligenschein und weißer Robe reinkommt. Ja. Ja, ich wurde befördert. Ja. In Polynesien werde ich schon verehrt. Aber. Von den Polyester, ne? Von den Polyester-Menschen. So, nächste Frage. In den Post. Also. Von Suchenhohn die zweite Frage. In den Podcasts seid ihr ja in vielen Punkten ziemlich einer Meinung. Die Qualität? Nee, wir hassen alle Lukas, aber das weiß ich nicht. Ja. Die Qualität der einzelnen Star Wars-Teile und die Beurteilung verschiedener Figuren und das Personengruppen fallen mir da ein. Jaja Binks, Connor, Franzosen, Lukas. Ja, haut hin. Alle bescheuert, ne?
Obwohl Jaja Binks ist ganz sympathisch. Ist ganz cool. Ja. Wie wir uns alle einig sind. In welchen Bereichen habt ihr denn komplett konträre Meinungen? Bitte auch gerne direkt vorm Mikro ausfechten. Wir können über Österreich sprechen. Österreich. Naja, ja. Das ist schon. Ja, gut, das ist aber auch wieder sarkastisch von unserer Seite. Aber eigentlich haben wir ja nichts gegen Österreich. Wo haben wir denn Unterschiede? In Sachen Fußball natürlich, aber das ist jetzt, glaube ich, zu langweilig, um das hier auszufechten. Aber ja, es ist am Ende. Wir haben einen Borussia Dortmund-Fan hier, einen Schalke-Fan hier und einen Österreicher, der von Fußball keine Ahnung hat. Ja. Das war. Aber viele, ja, war. Musik ist natürlich punktuell anders. Ja. Ich finde den Film Drive scheiße. Ich auch. Ich finde ihn gut. Ich finde Kacken langweilig. Ja, und dumm und prätentiös. Ich finde euch dumm und prätentiös, aber den Film. Das gut. Eine widerspricht mir nicht. Ja, eben. Gerade weil wir so dumm und prätentiös sind, erkennen wir das sofort, wenn wir es sehen. Sind so das wie ich? Stimmt. Und ihr könnt Selbstreflexion betreiben, meine Güte. Ja. Nee, aber es ist auch kein Wunder bei uns insgesamt als Team. Sind alle halt irgendwie Videospiel interessiert und dann hat man, glaube ich, ähnliche Filminteressen und natürlich in Sachen Fußball oder Musik hat man Unterschiede. Politische Meinung natürlich. Oh, David Cage gehen die Meinungen uns sehr auseinander. Ich weiß nicht, ob hier bei allen Anwesenden, aber... Ich glaube nicht, oder? Er hat tatsächlich mich mit Detroit wieder gewonnen und danach habe ich Beyond Two Souls gespielt. Siehst du, und ich fand sowohl Beyond Two Souls als auch Heavy Rain, als auch das, was ich bisher von Detroit gesehen habe, ich habe es noch nicht durchgespielt, muss ich sagen, ich habe nochmal kurz reingespielt, mochte ich alles drei. Auf verschiedene Ich mochte Heavy Rain, als ich gespielt habe, danach, je mehr ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich geärgert. Dann habe ich lange nichts gespielt, dann habe ich jetzt Detroit gespielt und fand es sehr, sehr gut tatsächlich. Und jetzt habe ich Beyond Two Souls gespielt und fand es schlimmer als Life is Strange. Und Life is Strange ist schon Grütze. Life is Strange ist wirklich Grütze. Und also finde ich auch nicht toll. Ich bin dafür schlimmer als Life is 20 Strange. Jahre zu alt. 30 fast, eher 30. Aber ich mochte die David Cage-Spiele, die letzten mochte ich. Ich habe dafür Fahrenheit gehasst. Das fand ich so campy, dass ich schon wieder... Ich fand es so langweilig. Ich nicht. Also ich mach du das. Du kämpfst gegen das personifizierte Internet, mehr oder weniger. Ja. Spoiler! Für ein was? 18 Jahre altes Spiel, hallo? Ja, hallo. Ja. Was soll denn das? Ich wollte das noch spielen. Nee, ja, also das ist auch der Vater von Luke, ne? Mhm. Was? Ja. Wer ist Luke? Oh, ja. Nee, aber Beyond Two Souls fand ich furchtbar. Also da... Furchtbar sogar. Das fand ich furchtbar. Nee, das fand furchtbar. Ich fand es nicht so. Aber das, was David Cage nie hinbekommen hat, ist ein Spiel. Er macht Geschichten, aber. Es sind interaktive Filme, aber die wollen das ja auch genau so sein. Ja, aber. Ja, das stört mich jetzt nicht. Obwohl ich es auch spielerisch Beyond. Oh. Natürlich ist es spielerisch seicht. Nee, ich fand Beyond spielerisch uninteressanter als jetzt Detroit oder Heavy Rain. Die sind alle drei spielerisch. Was mache ich bei Detroit? Oh, ich darf eine Wohnung putzen. Ich darf jemanden Kaffee servieren. Das ist alles spielerisch nicht interessant. Ja. Nee, klar, das aber ist einfach Beyond, Teil des Erlebnisses. Beyond haben sie ja versucht zu streamlinen. Das hat nicht so richtig funktioniert. Das war jetzt aber noch der geringe Kritikpunkt. Deswegen hätte ich das Spiel jetzt nicht. Aber wie gesagt, das, ich finde es immer sehr lächerlich, wenn David Cage vorgeworfen wird, dass es keine Spiele sind, weil er sagt, er macht keine Spiele. Er sagt doch selber, er macht den Interview. Das machen aber viele. Das ist doch überhaupt kein Spiel. So, ja, dann ist es nicht für dich gedacht. Dann spiel halt Super Meat Boy, bitte. Ihr könnt ein paar Sachen, wie du noch immer sehr tanklastige Steuerung mal ein bisschen überarbeiten, damit ich es einfach komfortabel spiele, aber das sind Kleinigkeiten. Kleinigkeiten am Ende, ja. Na gut. David Cage ist Story. Also dann haben wir da auch keine... Das Problem ist aber eben, dass er konträren Punkte. Bei Detroit durfte er nicht mal alleine schreiben und das war das Beste, was ihm jemals passieren konnte, glaube ich. David Cage hat das Problem, dass er keinen Abschluss findet. Ja, und bei Beyond findet er keine Story. Also das war echt, also da kann man nicht wirklich streiten, aber da habe ich echt, ich habe es dann einfach gespielt, weil ich es jetzt angefangen habe, aber das war für mich wirklich... Wahrscheinlich hast du nur die falschen Entscheidungen getroffen und den schlechtesten, langweiligsten Weg. Das ist das Nächste. Beyond hat ja nicht einmal richtige Entscheidungen. Nein, nicht. Das Ding ist so dumm. Na gut, Aiden wird dich heute Nacht besuchen und dir mal ein paar Takte sagen. Hey, ne? Kannst du es mal zurücknehmen? Nein! Okay. Frage 3. Was sind plattformübergreifend eure Top- und Bottom 5 Spiele aller Zeiten? Ich würde jetzt nicht 5, lass uns mal auf 2, 3 oder so. Ja, was uns gerade einfällt. Top- und Bottom-Spiele, das ist so. Top. So wandeln sich ständig. WoW, EverQuest. Jetzt noch ein Sony-Spiel. Ich überlege auch, ja. WoW, EverQuest, Last of Us. Wenn ich noch was dazu packen müsste.
Noch die schlechtesten. Schlechtesten? Ah, fuck. Rambo? Oh, ja. Rambo, the video game. Also, ja. Ich habe zwar gelacht, als ich die ganze Zeit gefühlt habe, aber es war halt schon eine Beleidigung. Ja. Fast jedes Filmspiel aller Zeiten. Diese Arkham-Spiele. Oh, wow. Ich sag ja fast. Ich weiß. Ja. Das war also auch kein Filmspiel. Spider-Man. Auch kein Filmspiel. Ja, auch war schon recht, ja. Aber ich meinte die ganzen Thors und Fast and Furious und gut. Iron Mans. Und sagst du, dass Iron Man 1 und 2 etwa schlecht war? Chronicles of Riddick war echt gut. Das war keine direkte Umsetzung, aber ja. Das war sehr gut. Ja, aber ansonsten das. Und Zombies im Kaufhaus 2. Das kenne ich nicht. Du weißt, welches ich meine, einen der nicht existenten Vorgänger von Dead Rising 4. Fand das echt scheiße. Das so schlimm? Meinst du die Originalversion des zweiten oder was? Nicht die, wo dann Frank West wieder eingeführt wurde. Wir müssen aufpassen, wie wir darüber reden. Also sagen wir es mal so, ich habe eins der nicht existenten Spiele mal in Holland gekauft und es. In Holland gespielt. Und in Holland, tatsächlich auch in Holland gespielt. Ja, und wir nehmen diesen Podcast gerade auch in Holland auf. Ja. Ja. Aber die Version, wo man nicht. Ich mache auch keine Werbung dafür, also von daher ist. Für Holland schon, aber. Für Holland auf jeden Fall. Holland ist ein geiles Land. Frank West spielt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie man da spielt. Also ich habe keine Ahnung. Diesen anderen Typen, diesen Blonden. Ja, ich glaube. Die Originalversion, und dann, nachdem die so schlecht ankam, haben sie ja nochmal rausgebracht mit Frank West. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab's gespielt. Ich habe mich nach 5 Minuten gefragt, was das Ganze eigentlich soll. Und nach einer Stunde habe ich gelangweilt wieder deinstalliert. Das ist der langweiligste Scheiß, den ich je gespielt habe. Da muss doch deine Tochter irgendwie vor dem Virus bewahren. Ja, das ist so eine langweilige Scheiße. Das Einzige ist, hier sind Zombies, zerhack sie. Sonst hat das Spiel nichts zu bieten. Oh ja. Na gut, jetzt mal da meine. Es hat 5 Euro gekostet und ich habe mich über diese 5 Euro geärgert. Ich habe mich noch nie über ein 5-Euro-Spiel geärgert, weil ich 5 Euro für ausgegeben habe. Weil ich mir dachte, okay, es hat halt nur 5 Euro gekostet. Aber da habe ich echt gedacht, überlegt, das Spiel zurückzubringen. Oh, okay, ja. Es ist so eine Rotze. Ja. Vielleicht ist das total geil und das ist ein umgekehrter Kiefeffekt. Wahrscheinlich. Ja, das wird sein, die viele frische Luft an der See. Hat meinen Kopf vernebelt. Wahrscheinlich. Also bei mir sind es die zu den besten Spielen, bei mir gehört schon Battlefield Bad Company 2. Habe ich das ist auch geil, übelst viel gespielt. Also Singleplayer war okay, aber Multiplayer war halt so krank. Ich finde tatsächlich das Vietnam-Addon aber noch besser. Das gehört für mich noch dazu irgendwie. Das war geil. Die Musik. Aber ich fand Kanonenboot zu The Doors. Irgendwie es war schade, dass man die Musik nur in den Fahrzeugen sich anhören konnte und nichts sonst. Das wäre noch viel geiler gewesen. Deswegen teilweise in einem Kanonenboot stehen geblieben. Einfach nur um die Musik zu hören. Ja. Und dann so, da wurde ich getötet, aber die Musik war geil. Ja. Das war auf jeden Fall so ein super Highlight. Das würde ich aus der Battlefield-Reihe, glaube ich, das wäre das gewesen. Ansonsten, was ich übelst viel halt spiele, ist World of Warships. Und Dragon Age Origins hätte ich eigentlich auch noch nennen müssen. Das erste Dragon Age war fantastisch. Und beide Baldur's Gate. Für mich Mass Effect 2 ist auch noch so ein Ding. Also, wenn man aus der Mass Effect-Reihe... Jetzt bin ich schon bei mehr als Top. Jetzt habe ich schon 6 Spiele gesagt. Oh, ist ja wurscht. Gut, Mass Effect 2 wollte ich noch nennen. Ansonsten... Autobahnrase, glaube ich, ne? Nee, das meint nur in echt, sonst nicht. Ja. Weil ich habe ja so ein fettes Auto. Ja. Tiefe gelichten 3 am BMW. Hatte ich tatsächlich mal. Der kontrabeischen Polo. Ja. Tiefe gelichten Polo mit Flop-Lackierung. Hatte ich nicht, nee. Ich bin Dorfbrunnen gefahren, weil der voll der heiße Feger. Was wäre denn sonst noch? Das sind schon mal 2 Spiele, 3. Boah, das wird schon schwer. Ich überlege auch so dann Zeit. Bei mir dann gut, StarCraft 1 war auch bei mir noch so ein Ding. Darf ich eher Warcraft 3 nennen? StarCraft, Warcraft, wo ist der Unterschied? Oder C und C1, ich weiß es nicht. In Strategiespiele. Und natürlich, also Doom 1 ist natürlich auch sowas, was mich geprägt hat, so spielerisch. So als 11, 12-Jähriger, ja. Ich war sogar schon 13, bitte, ja. Ich durfte das fast schon spielen. In den USA. Ja, genau. Die Shareware hatte doch nichts mit USK. Stimmt. Ja. So konnte ich das ja damals auch spielen, weil meine Eltern konnten da nichts sagen. Ja. Ich habe auch diesen Fantasy-Nachfolger, der immer noch indiziert ist, mal gespielt. Ja. Der mit HE anfängt. Ja. Die 2 andere Spiele auch noch, die aber nichts damit zu tun hatten, aber auch indiziert sind. Ja. Und ansonsten Open-World-Bereich Assassin's Creed 2 hat mich auch damals echt begeistert. Ja.
Aber ob das ein Top, weiß ich, echt schwer. Ich glaube, ich nicht in die Top. Uncharted. God of War 3 könnte man bei mir noch in die Top packen, aber. Uncharted 4 war jetzt bei mir aus der letzten Zeit sowas, was mich echt begeistert hat. Horizon. Horizon war auch richtig, richtig geil, ja. Eben. Ja, echt schwer, sich da festzulegen. Und dann würde ich so Bottom 5 Spiele wären bei mir eher so diese großen Enttäuschungen, auf die ich lange gewartet habe. Und da war es dann so, was haben die Leute gemacht? Master of Orion 3. Muss auch in die Bottom 5 bei mir. Oh ja, Daikatana bei mir. Das habe ich nie gespielt. Ich habe es dummerweise gekauft. Ich habe Master of Orion 3 damals als Import gekauft, weil ich nicht warten konnte, dass es 5 Tage später in Deutschland rauskam. Black and White. Habe ich auch nie gespielt. Boah, das war so. Ich hab halt die Bilder gesehen, das war halt so, okay, du musst eine Kuhrus. Was? Da muss man wissen, dass ich die PC Games damals abonniert habe und zu Black and White gab es ein Entwicklertagebuch, jede Ausgabe. Ja, das weiß ich auch. Und da haben sie dann jeden Monat so erzählt, was die Tolles einbauen. Danke, Petra! Ja, genau. Gut, dass du weg bist. So. Boah. Nur wegen Black and White. Nee. Das meint Martin nicht so. Nee. Nein. Sag nichts für ungut. Nichts für ungut, genau, stimmt. Ja. Also ansonsten so offensichtliche Sachen wie Angler Simulator 2000 und ja, die ganze Scheiße, die für PCA, das brauche ich auch nicht nennen. Genau, also da sind halt so. Da und Master of Orion 3 war halt wirklich eine Frechheit dann. Ja. So, also, Lukas. Ich sage jetzt einfach zufällige Spiele, weil wie gesagt, das kann sich alles nach Tagesverfassung ändern. Da denke ich mir an dem einen Tag, boah, das ist eins meiner liebsten Spiele und dann 2 Wochen später denke ich mir wieder, das andere finde ich aber noch besser. Also ich würde sagen Red Dead Redemption. Ja. Auf GTA 5 muss man eigentlich auch nehmen. Nee, ich bin dummerweise. Max Payne 3 mochte ich. Majora's Mask. Das war auch gut, aber nicht so gut. Was nehme ich? Red Dead Redemption, Majora's Mask, dann noch. Oh, A Link to the Past müsste ich dann nennen. Das kann ich ein Zelda-Spiel nennen würde, glaube ich. Metroid Prime. Ja, das habe ich auch komplett vergessen. Ja. Das ist auch Uncharted 4. Ja, wie gesagt, das sind alles. Ich habe viele Spiele, die ich sehr schätze. Aber ich möchte mich jetzt nicht mal auf 5 festlegen, jetzt final. Weil, ja, mittlerweile habe ich schon auch schon 10 dran. Dann kämen noch Supreme Commander und so Sachen, auch noch für so PC-Sachen, ganz viel. Ja. Meine Bottom-Spiele. Fantasy General. Ziff. Spiele ich meine Bottom-Spiele war Sniper 2 auf der PS2, das war damals in unserem Konkurrenzmagazin, wie ist das? Play the PlayStation. Da wurde das getestet mit 4% und das fand ich so beeindruckend, da ich mir das damals gekauft habe, nachdem es so 20 Euro oder Schilling oder was auch immer gekostet hat. Und diese 4% Wertung war mehr als verdient. Dann Siberia 3, das mich furchtbar enttäuscht hat vor 2-3 Jahren, oder als es rauskam. Ja. Das ist ja so lange her, das ist ein Jahr her oder so. Ich weiß nicht, so viel, das war. Schon gut verdrängt, vor 2-3 Jahren. Das war die schlechtmöglichste Fortsetzung. Damals. Und sie haben sogar einen DLC rausgebracht, wo ich dann viel gelacht habe und niemals gespielt. das war auch richtig, richtig schlimm. Mhm. Ansonsten. Da wirst du mir jetzt böse sein, aber ich finde World of Tanks unfassbar langweilig. Ja, ist aber eine Thematik, aber das Spiel kannst du ja jetzt nicht. Ja. Nee, also das ist ein Spiel, ich glaube, ich sehe, dass es handwerklich gut gemacht ist, aber ich spiele es und es macht mich so unfassbar wütend. Ich weiß nicht warum, aber dieses Spiel, das macht mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Ja gut, das ist, glaube ich, ähnliches wie bei mir bei vielen japanischen Rollenspielen. Kann gut sein, Nur ist dann auch so, da kriege ich einfach Hassgefühle. Ja, absolut. Oh, Final Fantasy 9. Ja. Das kann gut sein. Also ich sehe als mit meinem Kritikerblick, dass es ein gutes Spiel ist, aber ich finde es einfach furchtbar. Das noch und sonst fällt mir jetzt auf die Schnelle jetzt nichts. Auch das ist aber fluktuierend und kann sich schnell wieder ändern, da ich sage, boah, das ist das schlimmste Spiel aller Zeiten. Ja. Zum Beispiel Majora's Mask, schlimmste Spiel aller Zeiten. So schnell ändert sich das. Nee. Sehr gut. So, dann Siberia 3, geiler Scheiß. Sascha weitermachen mit DVD-Junkie. Okay. DVD-Junkie. Habe heute im Heft gelesen, dass der Sascha sich getraut hat. Glückwunsch. Jo, danke. Der traut sich doch gar nicht. Chris und Lukas waren hoffentlich anständig und haben nicht die Feier als Wedding Crasher gesprengt. Nö. Außerdem würde ich mich auch Bezug nehmen auf das Heft interessieren, ob Chris wirklich so... Oder habe ich ein Enterzeichen? Wirklich so verzweifelt, warum sich eine Switch gekauft hat. Ja, hat er. Hat er. Und der liebt's. Und er liebt's. Und er hat, glaube ich, seinen ganzen Urlaub damit verbracht, Zelda zu spielen. Was wir vielleicht wegen deinen Holzsätzen noch sagen müssen, nicht wir haben es gecrashed, sondern die Nazis, die irgendwie unten rumgerannt sind. Erinnerst du dich? Ja. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen dann. Okay. Das war am Anfang.
Wir haben auf einer Dachterrasse in der Stadt geheiratet und irgendwann marschierten dann auf einmal 5 AfD-Mitglieder oder so. Es waren deutlich mehr, glaube ich, oder? Es waren nicht so viele, es waren mehr Polizisten. Polizisten als Teilnehmer. Ja. Okay. Und danach gab es ja dann auf der anderen Dachterrasse irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter weiter, 50 Meter weiter, gab es ja auch die Fete, wo sie dann halt geile Musik gespielt haben. Es lief ja nur so Elektro-Scheiß, oder? Eher so 80er Jahre Pop und Madonna und bla und blop. Ja, mein Gott. Ja. Ja, aber war nicht schlimm. Chris hat Musik lauter. Und ja. Chris hat sich eine Switch gekauft, ja. Ja. Und ist sehr zufrieden damit. Ja. Ja. Ich glaube, du hast dir auch eine gekauft, ne? Nee, noch nicht. Oder hast du vor zumindest? Ich will immer wieder kommen, aber dann denke ich mir, oh, ich könnte die 500 Euro oder die 300 Euro auch für was anderes ausgeben. Ich habe auch eine und ich benutze sie viel zu wenig. Ich war jetzt kurz davor, dann habe ich dann hatte ich dann irgendwie Switch, Dolby Atmos Anlage. Ja. Also bei mir ist es immer so, FIFA, könnte ich auf dem Handheld also spielen, ich bin zu Hause. Was bei der Switch halt schön ist, sogar wenn man die ganzen Nintendo-Spiele nicht mag oder nicht braucht, einfach als Indie-Spielmaschine ist inzwischen halt unschlagbar. Also alles, was auf Steam kommt, kommt eigentlich auch auf die Switch und du hast halt immer dabei Probleme, ohne dass du irgendwie Laptop mitschleppen musst. Also als wenn du wirklich nur Indie-Spiele magst, ist die Switch alleine schon fast. Ich mag sie halt, weil sie perfektes Urlaubs. Eine perfekte Urlaubskonsole ist. Urlaubskonsole und in die. Kannst sie mitnehmen, kannst sie an den Fernseher anschließen, falls du im Urlaub einen hast. Kannst darauf zocken, kannst aber dann auch, keine Ahnung, auf dem Handheld zocken, während du irgendwie in der Sonne liegst oder im Garten. Dafür habe ich sie bislang auch. Also dafür habe ich sie mir hauptsächlich auch gekauft, dass ich im Urlaub was zocken kann, wenn ich Bock habe. Dann mache ich jetzt gleich mal eine Werbung. Thematisch passend hört unseren Nintendo-Podcast von unserem Kollegen Johannes und mir. Ja. Semi-regelmäßig. Wir haben kein feste bisher. Alles. Ich glaube, ihr habt jetzt schon mehr Podcasts als die Play 4 in dieses Jahr rausgebracht, oder? In dem Jahr haben wir schon einige rausgebracht. Ja, aber gut, Fall, das ist logisch, wenn man Anfang starten will. Ja, da wir wissen jetzt bei Folge, wenn das hier rauskommt, wahrscheinlich bei Folge 10. Das heißt, hört gerne rein. Ihr findet uns auch auf PC Games und auf allen möglichen iTunes-Kanälen, auf allen möglichen Podcast-Kanälen. Nächster Podcast, den ihr immer hören solltet, weil es voll gut ist. Und stay tuned. For more information. Ja. Weiter geht's. Wir machen auch einen Pudel-Podcast, wo wir über Pudel reden ab sofort. Ja, ich mag Pudel, aber nicht. Dann bist du nicht eingeladen. Ja, deswegen bist du auch nicht Teil unserer Planung. Ja. So, Lukas. Die Pudel der Woche. Ja. Rosi. Rosi nannte. Aus Zwickau. Süß. Und Susi. Zickende Teilbombe. Was haltet ihr für wahrscheinlicher, dass Lukas aufhört, Wassereis zu trinken oder dass Sony in Zukunft Crossplay unterstützen wird? Warum machst du immer solche Entscheidungsfragen? Keine Ahnung. Okay. Ich finde es schön. Ja. Weil Sony unterstützt jetzt Crossplay. Ja. Ja, und Lukas hat einmal in seinem Leben Wassereis getrunken. Das war sehr gut. Das zweite Mal, als ich mal eins hingestellt habe, hat er es mitsamt Glas in den Mülleimer geschmissen, weil er so wütend war über den Gag. Ja. Nee, da war ich gerade irgendwann an Grund wütend. Das weiß ich aber noch. Ja, Crossplay. Zumindest bei Fortnite. Die anderen Sachen, glaube ich, sind jetzt noch so im Evaluierungsprozess. Warum immer das ein Evaluierungsprozess braucht. Ich würde einfach sagen, Schalter um, aber Sony sieht das an. Ja, Sony ist da ein bisschen eigen. Ja. Meine Freundin und ich wohnen seit August in einer schönen neuen großen Wohnung. Das ist ja sehr schön, wenn das jetzt vorbei ist. Die Frage einfach, wenn er das so sagen wollte. Ja. Nee. Natürlich haben wir das Kinderzimmer zum Spielzimmer gemacht. Kennt ihr Online-Shops, bei denen man Gaming, Deko-Gedöns bestellen kann? Poster, Figuren, Pappaufsteller etc. Online-Shops, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall dieses, wie heißt dieser Nerd-Shop? eBay. Nee, dieser Amazon. Diese Nicht-Online-Nerd-Shop, da haben 20 viel von diesem Kram. Ja. Heißt der? E-Baum, nicht E-Baums World. Wie heißt das Ding? E-Baums World war eine Webseite. Ja, genau. Wie heißt das? Aber auch irgendwas mit Baum oder mit... Ich habe da irgendwann mal... Wie heißt das Ding? In Nürnberg gibt es auch eine Filiale. Ah, so ein Nerd-Shop, wo sie halt ganz viel auch so Einrichtungszeug haben mit allen möglichen Star Wars, Harry Potter, Videospiele. Keine Ahnung. Aber ansonsten, EMP hat ein bisschen was immer. Ja, und dann Elbenwald, das war es, Elbenwald. Ja. Das ist aber auch Online-Shop. Ja, aber sie haben auch Filialen. Ich kann es nicht besetzen, als Filiale. Okay. Okay. Ich kenne es nur als Online-Shop tatsächlich. Nicht Baum, sondern Wald, das war es, Elbenwald. Ja, stimmt, die haben auch viel. Mhm. Also für so,
Da gibt es natürlich noch tausend viele andere, wir machen jetzt hier auch nicht Werbung für irgendwie zwei besondere, man muss jetzt die ersten, die mir eingefallen waren. Ja, und auf Amazon findet man halt auch was. Amazon findest du ewig viel. Ja, durch Amazon Shops eher noch. Also nicht Amazon direkt, aber da sind fast alle, wer irgendwie Zeugs loswerden möchte, ist bei Amazon irgendwie angemeldet. Ne? Genau. Und dann ansonsten, wenn du tatsächlich große Figuren oder sowas haben willst, die so Muckelfiguren, also die heißen Muckel, das sind der Hersteller, das sind diese ganzen Figuren, die wir oben stehen haben. Die sind halt eigentlich scheiß teuer. Ja. Ein paar hundert aber Euro, du könntest natürlich, wenn du da ein bisschen mehr Geld reinstecken willst, mal bei eBay gucken, ob da ab und zu mal eine. Mal. Und da kannst du auch immer, wenn dir was so zum Beispiel im Saturn oder Mediamarkt gefallen. Ich habe zum Beispiel letztens bei Amazon, um mal kurz Werbung zu machen, für Amazon. Ja. Da war ich kurz versucht, da hatten sie einen Retro-Automaten. Ah. Allerdings einen programmierten. Also quasi Spiele auf Retro gemacht. Ja, ja, die gibt's. Aber 1500 Arcade-Spiele drauf, so. Ja, aber sagen wir mal, wie es um die Lizenzen steht. Ja, wahrscheinlich nicht. Egal, ist es wahrscheinlich nicht. Oder? Aber die gibt es schon, es gibt die in dieser Halbvariante, also jetzt als nicht komplette Automaten, sondern so zum auf den Tisch stellen, aber dieselbe Größe ungefähr. Und die kosten dann nur $400 und sowas. Das große Ding war irgendwie 850, ging eigentlich auch, aber ja, wahrscheinlich. Lizenzleute haben gerade alle einen Herzinfarkt. Ja. Ich hätte ja gerne einen richtigen originalen Flipper-Automaten, aber die kannst halt nicht zahlen. Mein bester Freund. 2.500 fängt es aber an. Ja, bei 2.500 bekommst du welche, die technisch in Ordnung sind, aber kleinere Macken haben. Und unbekannte sind. Es gibt ja diese eine Webseite, wo man. Ja, genau, da habe ich auch geschaut. Und die gehen aber bis 6.000 Euro, wenn du die an der Technik hast. Was ich halt gern hätte für bei mir. TNG? Nein, TNG nicht, oder? Nee, TNG nicht. Obwohl der aber auch cool ist. Ich fand TNG war meine Liebe. Es gibt einen Guns N' Roses. Ja. Der sieht A, geil aus. Der spielt sich gut. Geile Mucke. Okay. Habe ich ihn tatsächlich noch nicht, leider. Okay, ja. Und der würde halt perfekt in eine Bar passen. Hobbyraum mit Bar. Ja, das hast du ja. Guns N' Roses Flipper daneben, das wäre so schön. Aber 6.500 kostet der, wenn er im guten Zustand ist. Im guten, ja. Schade. Not gonna happen. Mein bester Freund hat jetzt tatsächlich einen alten, relativ kaputten irgendwo herbekommen. Ich weiß nicht woher. Der ist sehr geschickt. Der hat sich den jetzt renoviert und ja, das kann man machen. Das dauert halt ewig, weil man da so viele Sachen austauschen muss. Ja, du musst ja auch das Talent haben. Das hat, glaube ich, keiner hier bei uns. Also ich weiß nicht. Also der ist einfach wirklich extrem handwerklich. Also ich werde ein bisschen Holzarbeiten, vielleicht aber Elektrik oder sowas, da wäre ich. Lass mal. Na gut. Keine Ahnung. Naja, irgendwann mal. Ja. Auf jeden Fall noch ganz kurz wegen Pappaufstellen und so Figuren auch. Immer auch mal schauen, was Saturn und Mediamarkt, die Sachen, die sie stehen haben, wenn man fragt, kriegt man die manchmal für kleines Geld genau, oder auch gratis, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Das ist auch ein guter Empfehlung, stimmt. Genau. Wenn es irgendwie ein neues Spiel draußen ist und wenn es dann vorbei ist, mal nachfragen. Genau. Und demnächst kriegen wir eine Beschwerde von Saturn, dass dann hunderte Menschen fragen, kostet doch nichts, meine Güte. Ja. Mir ist aufgefallen, dass ihr in den Testberichten in der letzten Play4-Ausgabe die Gigabyte-größte Spiele weggelassen habt. War das ein Fehler oder bleibt es dabei? Eigentlich soll es dabei bleiben, das ist kein Fehler. Ich glaub, das war einfach eine der Infos. Wir sind ja nach wie vor immer überlegen, was noch Sinn macht, was keinen Sinn macht. Wir ändern manchmal, makes sense. Ja. Wir ändern manchmal Dinge, wir füllen manchmal neue Dinge ein, wie jetzt zum Beispiel die Most Wanted-Listen statt der drögen Terminliste mit 5000 Fehlerquellen. Ja. Und 10 Daten, die dann schon nicht mehr aktuell waren, weil sich in der Woche zwischen Druck und Heft-Release schon wieder was geändert hatte. Und wir waren halt der Meinung, dass diese Gigabyte-Größe. Das ist nun mal, wenn man sich für das Spiel wirklich interessiert, spielt es doch kaum eine Rolle. Genau, und vor allem PS4 hat jetzt, glaube ich, auch die kleinste Version schon 500 GB und sowas. Erstens, du kannst nur alles löschen, wenn du es nicht brauchst, du verlierst deine Speicherdaten. Erstens nicht. Das und zweitens war es halt auch ein praktischer Grund. Wir kriegen in letzter Zeit sehr, sehr viele Dinge als Codes. Ja. Sprich, die Info, die da stehen würde, wäre einfach nur aus dem PSN abgeschrieben. Ja. Weil wir eben keine Disk-Version haben, wo wir eine Installationsgröße überprüfen können. Genau. Und außerdem, ich glaube, statt da halt jedes Mal reinzuschreiben, Herstellerangaben oder einfach nur aus dem Shop abzuschreiben oder nicht bekannt hinzuschreiben, ist halt auch keine Hilfe. Und keiner kauft sich ein Spiel nicht, weil es irgendwie 2 GB ist. Das denke ich nämlich auch.
Ich meine, das war. Wenn ihr das anders seht, schreibt es uns. Aber aktuell ist es jetzt zumindest geplant, dass die Info wegbleibt, weil es eine der unwichtigsten Infos überhaupt war, für unserer Meinung nach. So, dann hätten wir den nächsten, glaube ich. The Boff. Mach ich oder ja? Ja, mach doch. Mach ich auch. Die Bild hat euren Jingle benutzt. Wie schäbig fühlt ihr euch jetzt? Wann hat sie den Jingle benutzt? Sehr, sehr schäbig. Ich habe keine Ahnung. Oder ist es andersrum? Nee, das ist, er meint wahrscheinlich diese Melodie, die wir auch mal auf der DVD öfter hatten, die wir. Oder vielleicht auch diese kurze Melodie, die am Anfang des Podcasts kommt. Ich nehme alle singe Stock-Melodie. Das ist eine Stock-Melodie natürlich. Okay. Ja, ich hab, das ist so irgendeine Musikdatenbank, die Rechte, also Rechte, wo wir keine GEMA-Gebühr zahlen müssen. Und dann ist es halt logisch, dass irgendwann mal wird es vorkommen, dass wir anders die benutzt. Wahrscheinlich waren wir auch nicht die Ersten, die benutzt haben. Oder ist der Jingle zufällig, hier ist die Bild? Da sollten wir das vielleicht nicht mehr benutzen. Ja, dann nicht mehr. Play 4 Podcast, bild dir deine Meinung. Das ist unser Jingle, ja. Dann hätten wir noch die zweite Frage. Wer ist der Producer für Sekiro? Überall steht etwas anderes. Ich habe nachgeguckt, es ist Miyazaki. Ja. Okay, also, schnell beantwortet. Der Publisher ist das Neueste, das ist jetzt Activision. Genau, Publisher ist das Neueste. Ich weiß nicht, ob er das meinte. Das ist jetzt Activision und nicht mehr Sony. Sony war Bloodborne, die anderen waren Bandai Namco. Genau, die anderen waren Bandai Namco. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Und jetzt ist. Und Demon's Souls war auch Sony, glaube ich. Demon's Souls war Sony, Dark Souls waren alle Namco. Das erste auch schon, glaube ich, ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Bloodborne war wieder Sony. Und jetzt ist dann jetzt Activision. Activision, genau. Und der Producer ist nach wie vor Hidetaka Miyazaki. Freut, ich habe schöne Mikrotransaktionen. So, dann hätten wir noch eine. Die letzten Fragen. Aber Battle Royale. Von John. Oh Gott, das wäre so schlimm. Und Pay to Win. Battle Royale mit Dark Souls Kampfsystem. Oh start Gott, wäre das schlimm. Starte jetzt sofort. Oder geil. Oder geil. Entweder ist es geil oder ist es schlimm. Dann gibt es auch starte jetzt geil. Sofort mit dem Maximallevel in Sekiro. Ja, okay, dabei. Das wäre doof. So, John Tanner fragt noch, wie war es auf der Gamescom? Es ist so lange her, ich habe keine Ahnung, ich war nicht da. Hast du das nicht früher fragen können? Ja, echt. Arschloch. War gut. Ich war nicht da. Ich auch. Es war keiner von uns da, ne? Nee, keiner von uns rein war keiner da. Sehr gut. Aber ich glaube, es ist dasselbe wie immer. Ja. Viele Termine, viel zu schreiben, viel zu tun, abends Partys. Ja. Yay. Wenig Schlaf. Es war relativ viel Frischfleisch dort. Paula war auch nicht dort, glaube ich, ne? Paula war letztes Jahr schon da. War sie auch schon? Ja. Johannes war schon da. Aber der David Benke war das erste Mal da. Ja. Genau. Und der dicke Chris war auch da. Genau. Der war auch zum ersten Mal da, ne? Chris war jetzt. Nee. War der schon mal? Echt? Ich überlege gerade zum fünften Mal, glaube ich, jetzt in Folge über Chris dann da. Ja, der ist aber so unauffällig, merkst du nie. Der macht ja nichts halt, ne? Nächstes Jahr übrigens ist es auch wieder zur Play-Abgabe. Das kotzt mich an. Echt? Ich würde schon mal gerne wieder hin. Aber ja, jetzt wissen wir es ja mit einem Jahr Vorlauf, jetzt können wir die Gamescom verschieben. Das stimmt natürlich. Mhm. Eine Woche nach hinten wäre schön. Mhm. Ich rufe mal morgen mal in Köln an. Ja. Bei Köln. Bei Köln. Ja. Hallo, ist da Köln? Wie ist das mit Gamescom? Mach mal später. Ja. So, und dann noch die letzte Frage. Wann gibt es mal wieder einen Lesertreff? Mich als ersten Teilnehmer könnt ihr dann schon mal vormerken. Gar nicht mehr, wir haben nicht mehr Leser. Oh, das. That hits too close home. ich nehme an, er meint nicht den auf der Gamescom, weil die Frage davor war der Gamescom. Wir hatten vom Jahr oder so war ich. Von anderthalb ungefähr war hier mal einer wieder, ja. Könnte mir schon vorstellen, dass hier da mal wieder einer ist. Konkrete Planung gibt es jetzt gerade noch nicht. Nee. Aber ich denke mal, beim nächsten Jubiläum, dann wird es langsam mal wieder Zeit. Man macht es natürlich jetzt nicht auch zu häufig, weil es natürlich auch immer ein gewisser Aufwand ist, aber ich spreche doch nichts dagegen. Ja. Aber ansonsten auf der nächsten Gamescom wird es wieder einen geben. Dieses Jahr gab es halt keinen. Weil halt nur Chris da war von der Playboy. Weil A, nur Chris da war und B, sie dieses Jahr auch ja einen Tag früher gefahren sind. Sind sie das denn? Sind sie, glaube ich, Freitagmittag schon gefahren, oder? Sind nicht immer schon Freitag gefahren? Nee, sonst waren wir Donnerstag, Freitag der Lesertreff eigentlich, die letzten Jahre. Ja gut, aber wir ist sind aber Freitagnachmittag oder Abend sind wir meistens gefahren, glaube ich. Genau. Ja. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, dieses Jahr hat es aus Termingründen einfach nicht gepasst. Ja. Und zudem war halt nur Chris da von den Leuten, die Playfield-Leser, zumindest
genau, besser du kennen. Du warst nicht da, ich war nicht da, du warst noch nicht da. Mati war nicht da, Katha war nicht da, Wolfgang war nicht da. Also Wolfgang war Wolfgang da, aber. Der ist noch früher gefahren, der ist Donnerstagmorgen schon. Der hängt halt sehr peripher jetzt mit uns zusammen. Der ist auch Donnerstagmorgens, glaube ich, schon wieder gefahren. Der macht jetzt bei uns ja andere Geschichten im Haus, das heißt, der hängt eigentlich in der Redaktion kaum noch. Von daher waren nicht so viele vor Ort, die das hätten machen können. Aber ich denke, nächstes Jahr wird es dann wieder ein Lesertreff auf der Gamescom geben. Ob es vorher nochmal so einen gibt, weiß ich nicht. Also ich habe zurzeit auch fest vor, wieder auf der Gamescom zu sein. Also ich hoffe, dass alles hinhaut zeitlich. Ja. Ist ja halt auch immer mit Aufwand verbunden, Lesertreff hier. Es muss halt schon ein vernünftiger Aufhänger sein. So irgendwie ein Jubiläum oder... Ja, hier auf jeden Fall. Ja. Oder einer von uns hat Geburtstag. Ja. Oder Matti hatte gesunden Morgenstuhl. Ja. Das ist aber sehr selten eigentlich. Ja, deswegen, ja, da müssen wir mal wieder abwarten, mal gucken. Oh, ich schicke euch ja irgendwie jeden Morgen halt Fotos. Oder Katha ist eine Frau, solche Themen, solche Gründe halt. Kann ich sein, sie trägt Hosen. Ja. Ja. Dann Speedermann. Speedermann und dann Schluss für heute und dann hoffentlich so in 2 Wochen wieder. Und ich habe keinen Bock auf Spider-Man, ich hau jetzt schon ab. Hast du ab? Mal. Ja. Okay, gut. Reden wir über Spider-Man, so wie es das Spiel verdient. Oh. Sollen wir diesen Cake bringen? Ja, Spider-Man, das ist der beste Spieler. Ich meine, da kann man so rumschwingen und der macht so mit seinen Armen und dann hängt er so an der Wand. Also noch, viel Spaß noch. Und ja, tschüss. Ja. Magst du nicht über Spider-Man reden? Ich mag nicht mehr mit euch Zeit verbringen. So. Ja. Ja. Manche muss nach Hause, weil er seinen Kleiderschrank heute kriegt. Ja, endlich wieder Kleidung. Ich mag seit 8 Wochen. Ach so, hast du bei Ikea gleich Klamotten mitbestellt, oder was? Ja, klar. Schön, Kleiderschrank, aber gefüllt. Ja. Das T-Shirt Matti. Ja. Ey, das könnte sogar wirklich sein, weil das hört sich ziemlich ikeanisch an. Sandquist auch. Ja. Schrank Sandquist. Die Hose Sandquist. Jedenfalls, wo waren wir? Spider-Man, voll das gute Spiel. Ah! Nein. Erzähl noch kurz was zu Spider-Man. Wir sind eh schon bei einer Stunde 20 jetzt. Also müssen wir vielleicht kurz sagen, das ist für uns ein Running Gag. Wir reden noch so über Spider-Man. Wie war das noch ganz genau? Das war irgendwie, es ging um die Testversion und Chris sollte dir irgendwas sagen. Ja. Und dann bin ich zu euch beiden hingekommen und hab gesagt, so Chris, hast du schon wegen Spider-Man erzählt? Und dann haben wir angefangen so zu, ja genau, wegen Spider-Man, das ist so ein Superheld, der kann so Spinnenweben schießen. Und dann fliegt er immer so durch die Gegend und der hat voll die schöne Freundin. Hat der auch und der ist... Sagt, der ist gar kein Spider-Man, das Peter Parker, aber das ist unser Peter Parker. Ja, aber der ist ein Fotograf und der macht voll coole Fotos und der kriegt immer ganz viel Geld so. Ja, obwohl der voll böse ist, der Mann. Der Mann, wo der Foto nimmt, der ist voll böse. Ja, das ist der Chef von denen. Ja. Spider-Man. Ja, genau. Sehr gut. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht gespielt, aber wenigstens habe ich mittlerweile eine Version. Es ist sehr gut. Es ist die geistige Fortsetzung von Spider-Man 2, der Filmumsetzung. Oh, wo wir sind. Nicht das jede Filmumsetzung ist schlecht. Ja, ich habe auch nicht jede gesagt, aber das... Und sie bringen halt das... größtenteils auskommt. Sie bringen das Schwingen ins Jahr 2018. Schwing. Und machen es noch viel besser, als jemals war. Schwing, schwing. Machen die Stadt wunderschön, machen kurze Ladezeiten, erzählen eine Blockbuster-Marvel-Geschichte, die so auch in jedem Marvel-Film sein könnte. Mhm. Die nicht tiefgründig ist, aber einige emotionale Szenen hat und sehr schön erzählt ist. Und unterhält, genau. Das ist jetzt wirklich keine Kritik, sie ist halt kein Last of Us, sie ist aber eine sehr schöne Blockbuster-Geschichte. Es hat ein schönes Kampfsystem, inspiriert von Batman, macht es meiner Meinung nach aber noch besser als Batman, weil halt durch die Fädenkräfte hast du einfach... Noch besser als Batman. Er kann sich noch wesentlich vertikaler und auch horizontal wesentlich schneller und besser über das Kampffeld bewegen, hast halt noch wesentlich schönere Kombos, die du aneinander rein kannst. Und hast halt auch noch irgendwie sinnvoller einsatzbare Kräfte als jetzt irgendwie Batarang oder was auch immer Batman hat, weil du eben mit deinen Spinnenfäden das ganze Zeug machen kannst und gegen an die Wand spinnen und ja, die macht echt viel Spaß, funktioniert super gut. Ansonsten, das Missionsdesign ist jetzt nicht irgendwie ultra kreativ, aber es funktioniert halt. Schwing dorthin, hau die, mach dieses und jenes. Was nicht ganz so toll ist, sind die Szenen, wo man nicht Spider-Man spielt, sondern eben Peter Parker. Oder Mary Jane Watson oder eine dritte Figur, von der man eh schon weiß, wer es ist. Aber ich möchte trotzdem nicht spoilern jetzt, weil... Das ist noch nicht so altes Spiel. Genau. Ja, aber sie wurde in den Trailer schon gezeigt. Aber ja, aber muss möchte trotzdem nicht spoilern. Muss halt trotzdem nicht jeder wissen. Ja, sag ich doch. Dass man den grünen Kobold spielt die ganze Zeit in seinem Kostüm und er ist lieb und... Ich wollte eigentlich Kratos sagen. Kratos. Weil es ist Schaubestellerbonus für... Sony. Ja, das ist wahr. Für die Playstation-Version von Spider-Man gewesen.
Nee, aber diesen der Switch, auf der Switch, in der Switch von Spider-Man, die ist ja auch gut, spielt man Star Fox. Nee, Link. Link, achso, verdammt. Der springt dann so durch die Stadt. Ja, genau. Oh. Nee, ich spiele Star Fox, der fliegt die ganze Zeit einfach nur in seinem Raumschiff. Jetzt halt kannst du a barrel. Do a barrel. Ja, also diese Sequenzen sind nicht so lustig, als Stealth oder Minispiele, die man lösen muss. Was halt dazu dienen soll, aufzulockern, aber in Weiden nur dafür sorgt, dass man nicht Spider-Man sein kann in der Zeit. Was ein bisschen schade ist, weil Spider-Man macht voll viel Spaß und die anderen Sachen sind halt so reingedrückt. Kommt ein bisschen zu oft vor. Ansonsten typische Open-World-Befüllung eigentlich. Also zuerst mal Türme freischalten, nachher dann Zeug sammeln und Mini-Aufgaben lösen. Allerdings dadurch, dass eben das Schwingen durch die Stadt so viel Spaß macht und so variantenreich ist, stört es überhaupt nicht, weil du einfach das ganze Zeug nebenher mitnehmen kannst. A. Und B, haben es halt auch niemals übertrieben. Das heißt, du hast von keinem 100 Sachen. Das meiste, okay, was du hast, sind gleich 50 Fotos, die du machen kannst in zwei Sets. Aber wirklich, du kannst irgendwie schwingen und wenn da drei vor dir sind, fürs Foto musst du nicht mal irgendwie zum Schwingen aufhören, sondern du zückst die Kamera und machst, während du schwingst, dieses Bild. Das heißt, das ist natürlich gut, und ansonsten sind, glaube ich, es gibt 12 Black Cat Missionen, die eine halbe Minute brauchen. Es gibt jeweils von jeder Fraktion irgendwie 4 Quartiere, 4 Verstecke, die du ausheben kannst. Das heißt, es gibt immer wirklich sehr, sehr beschränkte Mengen. Sogar, dass es, obwohl es jetzt nicht irgendwie toll gestaltet ist, A, eben ist es niemals zu viel und B, dadurch, dass es eben so schön eingebunden werden kann ins normale Gameplay, stört es auch nicht, dass es jetzt nicht irgendwie toll ist. Das heißt, wie auch schon bei Horizon, was im Grunde dasselbe gemacht hat, nichts kreativ Neuartiges jetzt, aber einfach gut umgesetzt, ist auch hier so, dass es einfach, wenn du eine Open World gut machst, stört es nicht, wenn es jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfindet. Genau. Das war's. Ansonsten, was kann man noch sagen? Umfang ist relativ groß. Ich würde sagen, Hauptstory so 15 bis 20 Stunden. Wenn man alles machen möchte, ist man schon so 30, 35 Stunden beschäftigt. Schätze ich mal, ich bin selber noch nicht ganz durch jetzt mit allen Nebenkram. Bin aber gerade dabei. Schöne Freischalt. Man merkt auch, das Spiel ist einfach, da hat Jim Sterling jetzt ein sehr smartes Video gemacht, dass jetzt immer die Spiele sich so entschuldigen, quasi, oh, Player's Choice, wenn du quasi nicht grinden möchtest, um zu Level das und das zu kommen, kannst du zahlen, das obliegt dem Spieler. Was aber nur heißt, im Grunde, dass dein Spiel scheiße gestaltet ist. Und Spider-Man, was ein Spiel hat, das eben keine Mikrotransaktion oder was hat, hat einfach ein extrem gutes Progression-System, wo es komplett natürlich sich anfühlt im Spielverlauf, dass du nach und nach quasi im Level absteigst, neue Fähigkeiten freischaltest, neue Kostüme freischaltest und so weiter. Wo das nicht irgendwie zurückgehalten wird, weil das ist ja Player's Choice, du kannst ja auch mit Mikrotransaktionen freischalten, sondern dieses Spiel zeigt einfach wieder, was das für ein großer Beschiss ist, dieses ganze Argument mit, es liegt doch beim Spieler, ob es benutzt oder nicht. Nee, wenn es richtig gestaltet ist und gut gestaltet ist und nicht extra so gestaltet ist, dass es dich frustriert, sodass du zahlen musst, dann hast du ein gutes Progressionssystem und das ist Spider-Man. Was man vielleicht nochmal herausheben sollte, weil das heutzutage halt auch irgendwie so als Standard angenommen wird, dass du immer schon was zahlen musst, wenn du irgendwie nicht irgendwie genervt sein willst von deinem Level-Up-System. Ja, schönes Spiel. Das war's eigentlich. Nee. Kauft es, es lohnt sich. Wer es noch nicht gemacht hat, weil es ja schon dann auf dem Profi. Und es ist, glaube ich, Löchlein draußen. Wann kam es raus? 1. September, glaube ich, gell? So was. Und es ist, glaube ich, das am schnellsten verkaufteste PS4-Exklusivspiel gewesen. Echt? Nicht schlecht. Besser als God of War? Was ich weiß schon, ja. Okay. Ja gut, aber du hast halt nicht nur die Sony-Spiele, sondern auch noch die Marvel-Fans. Klar. Das heißt, da kommt schon einiges zusammen. Ja. Insomniac Games hat das gut gemacht. Das sind die muss, Leute, man, die, muss man nochmal applaudieren. Ja, das sind die Leute, die Ratchet & Clank gemacht haben. Ja. Jetzt wisst ihr das auch, falls ihr es noch nicht wusstet. Ja. Ja, das war's eigentlich. Hast du noch irgendwas gespielt, was dir Spaß macht? In letzter Zeit ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas gespielt habe, was auch auf einer Playstation erschienen ist. Weil ich habe gerade Mega Aquarium in meinem Urlaub sehr viel gespielt, aber es ist halt PC. Mega Aquarium? Ja, das ist so. Das hat Cutter kurz vor meinem Urlaub auch noch getestet. Mhm. Also, wenn es interessiert und wer einen PC hat, test es online. Das ist quasi so ein Theme Park, nur mit halt einem Aquarium. Ah, okay. Das habe ich nicht mehr auf der Homepage gesehen, das ging komplett um. Ja, das war nicht, wurde nicht so oft geklickt, glaube ich. Ist aber ganz cool. Das ist halt Parkmanagement, also nicht so viel Parkmanagement wie ein Theme Park. Also du musst schon so ein bisschen darauf achten, dass das Mülleimer rumstehen, dass die Leute zu essen und zu trinken haben, die Laufwege vernünftig managen. Aber hauptsächlich ist es halt das Management von deinen Mitarbeitern, dass du da genug eingestellt hast, dass du die
Schwerpunkte, was sie machen im Park oder in deinem Aquarium machen, vernünftig einstellst und halt ansonsten Fischmanagement einfach, also quasi, dass du nicht Fische zusammen hast, die sich nicht vertragen, dass sie sich nicht fressen, dass die Wasserqualität gut ist, dass die Wassertemperatur die richtige ist, Stromversorgung für alles Mögliche, Filterversorgung für alles Mögliche. Und jetzt kommt ein Witz, den nicht viele verstehen werden. Man muss wahrscheinlich auch Troy McClure davon abhalten, zum Aquarium zu gelangen, ne? Nee. Nee? Nee. 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 Hast du ihn verstanden? Ja, aber... Ich bin sehr stolz. Nee, muss man nicht. Ja, das habe ich fast Steam-platiniert, also irgendwie 14 von 15 Achievements. Nicht schlecht. Mir fehlt nur die letzte Mission. Greifen zu, alle anderen schwimmen mit Probe. Ja, das ist schon, also es ist halt ein Ein-Mann-Entwickler. Ja. Dementsprechend ist das Ding halt noch buggy wie Sau. Was heißt buggy wie Sau? Es ist halt, es ist halt so dieses typische, dass der Memory zuläuft irgendwann, also der RAM. Dass du quasi nach zwei Stunden ruckelst wie Sau und dann, nee, ist schon raus. Okay. Aber wir jetzt auch nicht zu lange drüber reden, weil es ja kein kein PS4-Thema ist. Nee. Banner Saga Spiel, ich glaube, das gibt es ja auch für PS4. Seit, ist schon länger her, ne? Weiß nicht, ob das erste, war das schon immer auch für PS4 draußen? Oder wird das jetzt erst umgesetzt? Ich weiß nur, 2 auf jeden Fall kam auch für PS4 und 3 auf jeden Fall auch. Ja. Und dann gab es ja diese Trilogy Edition. Genau, jetzt die kam jetzt dann vor kurzem, ja. Genau, und ich spiele jetzt, habe jetzt gerade mit dem ersten angefangen und spiele es endlich mal. Ist echt schön. Ich glaube, ich habe es. Ist wirklich schön. Ich glaube, ich habe es mir auch runtergeladen. Ich will auch mal spielen. Ist wirklich, wirklich schön. Soll auch echt gut sein, ja. Ja. Ist halt so Taktik-Rollenspiel gemischt mit so ein bisschen Strategie. Hm. Also das hat eine Gruppe von Varls. Das sind so Wikinger-Riesen. Ich habe gedacht, das ist das Geräusch, das Chris macht, wenn er früh aufsteht. Wow. Und eine Gruppe von, also zumindest in dem Spiel, was ich bisher, und eine Gruppe von Menschen. Zwei verschiedene Handlungsstränge quasi. Du wechselst zwischen den Kapiteln halt zwischen den hin und her. Mhm. Und es ist halt eine Welt, die A, von so düsteren Schattenmonstern angegriffen wird. Und B, in der die Götter tot sind. Sprich, jeder kämpft für sich, also die Götter können nicht mehr helfen. Hm. Und jetzt ist zusätzlich noch die Sonne am Himmel stehen geblieben, oder Sonne hat angehalten und es wird nicht mehr Nacht, es wird aber alles kalt. Und die Menschen, also die beiden Stämme, die du stellst, versuchen einfach zu überleben und ziehen quasi durch die Welt. Und ist eine Geschichte, die sich durch 3 Spiele zieht, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Spiele zwar in sich geschlossen, aber es baut schon aufeinander auf. Also du kannst quasi, wenn du das auf einer Plattform durchspielst, die Spielstände merkt er sich dann schon. Okay. Weil du hast halt auch viel Rollenspiel drin. Also du hast einmal deine Krieger, die du halt hast, die kannst du hochleveln, kannst ihnen Items geben, kannst Stats verteilen, haben verschiedene Klassen auch. Und du hast halt viele Entscheidungen. Also was halt in jede Stadt, um die du kommst, oder in das Dorf, um was du kommst, kannst halt entscheiden, wie du vorgehst. Du kannst jetzt halt zum Beispiel irgendwie ein Dorf angreifen oder weiterziehen. Du kannst versuchen, irgendwie jemanden zu retten oder es nicht zu tun, sondern dich nur um deinen Clan zu kümmern. Und du hast halt auch dadurch, was deine Helden angeht, Permadeath. Also wenn du eine falsche Entscheidung triffst, ist einer deiner Helden halt tot. Gibt es Autosaves, sodass man sich nicht mehr ausbessern kann? Es gibt Autosaves, aber vor den Entscheidungen. Okay. Also du kannst es schon ausbessern, wenn du willst. Na, das klingt doch schön. Ist ganz witzig, ja. Und ist halt wunderschöner gezeichneter Stil. Stimmt, der schaut schon toll aus. Das ist echt hübsch. Sehr, sehr langsam allerdings inszeniert. Also man muss ein bisschen Geduld haben bei dem Spiel. Wenn sie zum Beispiel irgendwie... Du siehst halt die ganze Zeit diesen Track von deiner Armee oder deinen Siedlern. Mhm. Das sind nicht nur Krieger. Also zum Beispiel bei den Vals am Anfang, wo ich spiele jetzt gerade erst 4 Stunden oder 5, das sind halt nur Krieger. Bei den Menschen hast du halt noch Zivilisten dabei, die du halt mitversorgen musst, die aber halt logischerweise in Schlachten nicht mithelfen. Das wird wahrscheinlich dann bei den nächsten Fraktionen auch noch. Also kommen doch noch schon weitere. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also okay.
Aber es wird trotzdem wahrscheinlich noch komplexer werden, nämlich an dem Lauf der Spielzeit. Ich denke mal, dass die irgendwann auch zusammengeführt werden, die beiden Handlungsstränge. Das kann sein, ja. Weil auf der Karte, die man hat, also es ist eine Riesenkarte, ich weiß nicht, ob man die ganz im ersten Teil erkundet, das wäre schon ziemlicher Wahnsinn. So wie die beiden gerade reisen, reisen sie mehr oder weniger aufeinander zu. Die einen fliehen aus dem Osten, die anderen wollen aus dem Westen nach Nordosten reisen, um zu ihrer Hauptstadt zu gelangen. Kann schon gut sein, dass sich das irgendwann vereint, aber das weiß ich auch nicht. Das klingt, das ist aber schön. Ist aber cool gemacht. Nur wie gesagt, sehr ruhig inszeniert. Also wenn du irgendwie so ein Dorf reinfährst, du siehst halt deine ganze Kolonne, so als kleine animierte Püppchen, die so langsam durch diese handgezeichneten Hintergrundwelten laufen, und die laufen halt schon mal 30, 40 Sekunden einfach nur in dieses Dorf rein. Und während sich die Kamera langsam auf das Dorf spult, du vielleicht irgendwie im Hintergrund schon Schlachtengeräusche hörst oder irgendwas brennen siehst. Sehr, 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 sehr ruhig inszeniert. Aber cool. Na, das ist doch schön. Dann aber halt auch schon alt, deswegen wollen wir jetzt auch nicht so lange drüber reden. Ja, aber die Trilogy, das passt doch. Das stimmt, die Trilogy ist ja jetzt noch nicht so lange draußen. Aber dann haben wir das jetzt auch noch. Haben wir sogar noch ein paar Spieleteam ne? untergebracht. Hast du noch was? Fragen haben wir auch beantwortet. Nee, ich spiele keine Videospiele. Ist ich auch nicht, das ist so Kinderkram. Babykram für mich. Ja. Kinderkram, scheiße. Ich lese eigentlich nur den ganzen Tag Dostojewski. Ich auch. Ich habe mir Krieg und Frieden habe ich mir letztens gekauft. Ich verstehe schon, ich verstehe ungefähr 40% der Wörter. Oh. Ja. Alle heißen Alexander. Ja. Alexander Alexandrowitsch. Ich habe tatsächlich Krieg und Frieden noch nie gelesen. Ich auch nicht. Das schwierigste Buch, was ich gelesen habe, war Der Name der Rose. Das war anstrengend. Das Schwierigste, was ich gelesen habe, war Die kleine Hexe. Ich bin noch nicht durch. Ach so. Nicht verraten, wie es ausgeht. Ja, aber du liest es auch erst seit 2 Jahren und es steht 3 bis 5 Jahre vorne drauf. Ja, ich bin eigentlich verdammt schnell. Ja, eigentlich ich bin schon im zweiten Drittel. Ja, ja, ich würde sagen, dann beenden wir das mal. Ja, genau. Ja. Jetzt kann man sich auch verraten, Chris war die ganze Zeit hier, hat nur die Luft angehalten. Nein, Chris ist erkältet und hat uns auch gebeten, sich zu entschuldigen. Er ist heute im Büro, aber... Hört sich halt ungefähr so an, was für ein Podcast nicht ganz so geil ist. Ich glaube, er versucht einfach mit der Praktikanten zu flirten. Hallo, hast du heute schon was vor? Hallo, aber noch nie, du musst doch ein erotisches Abenteuer haben. Wie ist das? Lendensaft 18? Ja, irgendwie sowas. Na gut, das war's dann. Ja, es genau. Es tut uns leid. Fragen wie immer in die Kommentare, bitte. Wir hoffen, dass es jetzt nicht nochmal so lange dauert. Wahrscheinlich wird es nicht nochmal so lange bis zum nächsten Mal dauern, weil das war jetzt schon ein Rekord. Maximal 6 Wochen. Nee, ich sag mal so, also wir geben nächste Woche die Games ab, danach die Play. Übernächste Woche Freitag klingt eigentlich realistisch. Mhm. Weil da ist die Play dann durch. Genau. Also, um es zusammenzufassen, stellen wir schon mal die Fragen zur nächsten E3. Das wird thematisch gerade passen. Genau. Ansonsten, der nächste Podcast wird dann der Jahresrückblick 2018. Deswegen, wenn ihr Fragen habt zu und die ersten Thema, Monate 2019. Zum Thema Weihnachten. Ja. Nun gut, dann tschüss. Ja.